Moin zu Paparillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Tutorial zu Predecessor. Und das ist das Kernstück meiner Guide-Playliste. Also ich habe eine ganz, ganz lange Reihe von Predecessor-Guides. Falls ihr euch das Game gedownloadet habt und lernen möchtet, dann findet ihr die Predecessor Guide Playlist unten in den Kommentaren und da sind alle Guides zu diesem Spiel drin. Falls es also das erste Video ist, was ihr seht, dann findet ihr dort viele, viele weitere Videos, die ihr euch der Reihenfolge nach anschauen solltet. Mein Name ist Sonic und ich mache schon seit Ewigkeiten Paragon bzw. Predecessor Videos. Ich habe seit Tag 1 Paragon damals gespielt und wie ihr wisst, ist Predecessor ja ein Remake, sage ich mal, von Paragon. Und ja, ich mache schon Content eigentlich exklusiv über das Spiel, solange das Spiel eben existiert. Genau, und deswegen würde ich auch sagen, mit meinen bald 1000 Spielstunden und noch vielen, vielen weiteren tausenden Spielstunden in den anderen Games, in Paragon und Fault und Overprime und so weiter, habe ich da genug Erfahrung gesammelt, um euch eben das ganze Spiel beibringen zu können. So, was werdet ihr in diesem Video lernen? Bitte bringt ein bisschen Geduld mit, denn ich werde euch alles so zeigen, wie ihr es sehen müsst, um zu verstehen, Achtung, jetzt zuhören, um zu verstehen, wie man das Spiel spielt. Denn wir sind uns alle einig, die meisten Spieler laden sich das Spiel runter, die schauen sich keinerlei Videos an und wissen im Nachgang nicht, wie dieses Spiel gespielt wird. Die denken, es ist ein Spiel, was man eher so spielt wie so ein Team Deathmatch oder wie ein Overwatch und so weiter. Aber nein, es wird tatsächlich gespielt wie zum Beispiel League of Legends oder Dota. Denn Predecessor ist ein wirkliches MOBA und in diesem MOBA wird man halt auch einfach MOBA-Mechaniken kennen müssen, um das Spiel zu verstehen, um effektiv spielen zu können. Ansonsten wird man sehr, sehr viel verlieren. So, und in diesem Video soll es um die absoluten Basics gehen, dass wenn ihr auf einer oder ein Match startet, ihr eigentlich genau wissen solltet, was ihr tun müsst, um dieses Spiel zu spielen. Ihr werdet nicht mega krank gut sein danach. Dafür werden weitere Videos folgen, also lasst doch gerne ein Abo da. Aber ihr werdet verstehen, wie ihr das Spiel zu spielen habt. Das Ganze werde ich euch zeigen anhand eines Bot-Matches. Ich werde mit euch über die Map laufen und euch alle Sachen zeigen, die ihr wissen müsst. Also ich werde nicht jetzt eine richtige Runde spielen, sondern ich werde euch alles genau zeigen, was ihr kennen müsst, um das Game zu spielen. Falls ihr Gameplay sehen wollt, bei mir kommt jeden Tag um 19 Uhr ein Gameplay raus und dieses Gameplay zeigt euch eine richtige Runde und da könnt ihr euch einfach den Helden aussuchen, den ihr gut findet und ja, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wir gehen jetzt mal in ein KI-Match rein, dass ich euch dort alles ganz genau zeigen kann. Ich habe im letzten Video, das findet ihr auch unten in der Playlist, ein Video gemacht, wie der Draft funktioniert. Im Prinzip ist es so, dass man ein Team aus 5 Spielern spielt. Ja, man spielt 5 gegen 5. Am Anfang wählt man eine Rolle aus. Ich zeige euch gleich, was es hier für Rollen sind. Jeder Spieler, also es gibt 5 Spieler und jeder Spieler muss eine dieser Rollen auswählen. Ja, es geht nicht, dass 2 Leute dieselbe Rolle wählen. Jeder bekommt eine Rolle. So, ich nehme jetzt einfach mal die Offlane, einfach mal, um es euch zu zeigen. So. Und dann, wenn man seine Rolle gewählt hat, dann wählt man seinen Helden aus. Wenn man seinen Helden auswählt, dann seht ihr, hier ist so eine Faust, weil ich habe die Offlane gewählt. Dann sortiert ihr das hier, klickt ihr auf diese Faust drauf und dann kriegt ihr alle Helden angezeigt, die zur Offlane gehören. Das ist schon mal was Wichtiges. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel das hier seid, Carry, dann klickt ihr hier auf den Bogen und dann nehmt ihr das da. Wenn ihr, keine Ahnung, Support seid mit diesem Plus, dann geht ihr auf das Plus und wählt einen von denen aus. Also das ist ganz wichtig, dass ihr einen Helden auswählt von denen, die ihr hier seht. So, ich nehme jetzt mal einen Helden, der relativ einfach ist zu spielen am Anfang. Und zwar ist es der Greystone. Jetzt wählen wir uns hier noch einen Skin aus, dann können wir uns Skins auswählen. So, und jetzt seht ihr, die anderen haben automatisch jetzt einen passenden Held für ihre Rolle ausgewählt. Jetzt sehe ich auch das Gegnerteam, gegen das wir spielen. Und jetzt kommen wir in den Ladebildschirm. Das habe ich euch im letzten Video, im Draft-Video, auch in der Playlist zu finden, ganz, ganz genau erklärt. Also schaut euch das auf jeden Fall an, damit ihr wisst, wie der Draft funktioniert, wann man wen auswählt, an welcher Stelle man das macht und so weiter. Da kriegt ihr eine richtig gute, eine richtig gute Erklärung zu allem. Das hier ist jetzt ein Wappen. Auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt es Crest. Falls ihr euch wundert, dass das Spiel bei euch vielleicht noch nicht auf Deutsch ist, auf der Konsole wird es noch nachgereicht, das kommt ein bisschen später, aber je nachdem, wann ihr das Video hier seht, sollte es bei euch auch schon auf Deutsch sein. Genau, hier wählt man ein Crest aus. Was ist ein Crest oder ein Wappen? Das sind verschiedene, also man kann es zählen wie ein Item, die kann man hier durchskippen sozusagen und diese Items
Habt ihr von Anfang an, die müsst ihr aber leveln. Am Anfang kriegt ihr quasi so ein schwaches und das wird dann entwickelt in eins von diesen drei. Also man entwickelt das, das zeige ich euch gleich, wie das geht, und dann wird das zu einem von diesen drei Gegenständen. Das kann man sich dann aussuchen, ja. Also am Anfang nehmt ihr immer am besten das, was empfohlen wird, weil da macht ihr nichts falsch. Ich nehme jetzt zum Beispiel das Kriegerwappen für Kämpfer. Und hier steht zum Beispiel auch Quest, verursache Schaden und töte Gegner, um es zu entwickeln. So, das nehmen wir jetzt einfach, wir können hier nichts auswählen, wir gehen einfach hier drauf. So, und dann klicken wir bestätigen. So, und jetzt haben wir dieses Quest. So, jetzt stehen wir hier in der Base. Also ich werde diese Runde nicht richtig spielen, sondern ich werde euch einfach alles zeigen und einfach die Bots so lange spielen lassen. Genau, also, was machen wir? Wir stehen jetzt hier in der Base. Das ist unsere Base, hier können wir shoppen, ja? Den Shop könnt ihr öffnen, je nachdem, auf welcher Taste das ist, könnt ihr bei euch in den Einstellungen auch nachgucken. Da findet ihr alle Tastaturbelegungen und eben welchen Controller ihr benutzt und so weiter und so fort. Da könnt ihr die Steuerung alles nachgucken. Bei mir ist die Shop-Taste jetzt auf G aktuell, deswegen drücke ich G und dann öffnet sich dieser Shop. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, wie der Shop funktioniert. Es gibt im Gegensatz zu Paragon ein richtiges Item-System. Also es ist wie bei League of Legends. Oder wie bei Dota, sage ich jetzt mal. Und ihr wollt Gold bekommen. Das Gold seht ihr unten links. Da steht so eine Zahl, 446, 49, 51. Das ist mein Gold. Und immer wenn ich Minions töte, zeige ich euch gleich, wie das geht. Oder wenn ich andere gegnerische Spieler töte, bekomme ich Gold. Oder wenn ich Türme kaputt mache, bekomme ich auch Gold. Zeige ich euch alles gleich noch. Auf jeden Fall verdienen wir Gold. Und das Erste, was wir jetzt machen, wenn ihr Anfänger seid, dann könnt ihr hier das hier aktivieren. Also automatisch kaufen und automatisch öffnen. Würde ich aktivieren, wenn ihr Anfänger seid, weil dann kauft das Spiel automatisch die empfohlenen Item für euren Helden. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool, weil euer Held dann eben das bekommt, was er braucht. Was gibt's denn jetzt hier? Jetzt kann man hier oben zum Beispiel auf alle Gegenstände gehen und da sieht man jetzt alle Gegenstände, die es gibt, und es werden noch immer weiter Gegenstände bei dem Spiel hinzuaddiert, und das sind nur die großen Gegenstände. Es gibt quasi noch kleine und noch kleinere. Wie funktioniert das jetzt? Wenn ich jetzt ein Item bauen möchte, hier kann man übrigens sortieren nach eurer Klasse zum Beispiel. Ich bin jetzt, also hier gibt es zum Beispiel Tank-Items, die machen, dass man mehr aushält. Hier gibt es Bruiser-Items, die machen, dass man eher so der Kämpfer ist. Hier gibt es zum Beispiel Carry-Items, das sind für Helden, die sehr viel schießen können, also die eher wie so ein Shooter funktionieren. Das hier sind Midlane-Items für den Midlaner, also eher so für Zauberer. Das hier sind Unterstützer-Items und das hier mit den drei Schwertern sind Assassinen-Items, also eher für so Leute, die ja so als Assassinen fungieren. So, ich würde jetzt einfach mal anfangen und sage, weil ich jetzt schon Erfahrung habe, oder weil mir es hier auch empfohlen wird, soll ich den Overlord bauen. Den kann ich entweder hierbei empfohlen, kann ich einen Doppelklick drauf machen. Ich kann auch hier wieder rückgängig machen. Ja, dann kann ich den Kauf quasi wieder rückgängig machen. Das geht aber nur, solange ich im Shop bin. Und hier, also so kaufe ich quasi meine Gegenstände. Einfach hier, entweder kauft ihr es automatisch oder ihr macht halt einen Doppelklick drauf. Dann gibt ihr automatisch euer Gold aus, was ihr habt, und kauft die Gegenstände. Wenn ich jetzt zum Beispiel 700 habe und mache Doppelklick, dann kauft ihr direkt 2 Items. Für insgesamt 700, weil jedes kostet 350. Und wie funktioniert jetzt so ein Item? Ich möchte jetzt dieses Item haben, den Overlord. Und um dieses Item zu bekommen, muss man die Teile für dieses Item kaufen. Das heißt, ich brauche jetzt zum Beispiel diese beiden Schwerter. Und das nächste Item hier kostet dann mich jetzt noch 600. Wenn ich das jetzt mal rückgängig mache. So, das hier, dieses barbarische Beil, kostet insgesamt 1300. Ja. Also kaufe ich jetzt ein Kurzschwert für 350, kann auch einen Doppelklick einfach drauf machen oder es halt auf der PlayStation auswählen und kaufe das nochmal. Jetzt habe ich 2 Stück davon im Besitz. Und jetzt muss ich noch 600 Gold sammeln, um dieses barbarische Beil zu kaufen. Und erst wenn ich all diese Items zusammen habe, also das hier für 600, das für 350 und das hier nochmal, insgesamt kostet mich dieser Hammer dann 2200 Gold. Dann setzt sich das automatisch zu diesem Hammer zusammen. Und wenn ich diesen dann habe, das ist ja das größte Item, weil weiter nach oben gibt es nicht mehr, geht es nicht mehr, dann kaufe ich mir ein neues Item. Ja, dann kaufe ich mir das zweite Item. Insgesamt kann man 5 Items gleichzeitig tragen, plus sein Wappen, sein Crest. Und man hat noch ein paar andere Sachen. Und zwar gibt es noch den Heiltrank, den Nachfülltrank. Den hat jeder automatisch. Ja, diesen Trank hat jeder automatisch. Bei mir ist es auf der Taste 2. Wenn ich die Taste 2 drücke, dann trinkt er diesen Trank und ich kriege einfach Leben. Steht bei euch dann auch drauf. Ne, bei mir ist es die Taste 1. Tut mir leid, das ist die Taste 1.
Genau, und das zweite Item, was man hat, ist das hier. Das ist ein unsichtbarer Ward. Den kann ich platzieren, um die Map aufzudecken. Das, bei mir ist es auf der Taste X. Bei euch müsste es standardmäßig irgendeine andere Taste sein. Steht aber oben drüber. Also wenn ihr rechts unten guckt, da ist ja dieses gelbe Auge. Da steht bei mir X drüber. Und bei euch steht halt die Taste da, die ihr drücken müsst, um das zu aktivieren. Das ist ein Ward, den könnt ihr irgendwo hinstellen. Ich zeige euch das mal. Der sieht dann so aus. Und der deckt alles in diesem blauen Bereich auf, den ihr gerade gesehen habt. Ja? Der deckt alle. Immer wenn dein Gegner durchläuft, dann fängt es auf der Map an zu pingen, das macht dann Klingeling und dann wisst ihr, aha, da ist jemand gerade durchgelaufen, jetzt sehe ich den. Weil ihr könnt auf der Karte nur die gegnerischen Spieler sehen, rechts oben auf der Karte, die auch von jemand anderem gerade gesehen werden oder die in einem Ward sind. Ja? Also wenn jetzt einer irgendwo um die Ecke läuft und ihr könnt ihn nicht mit euren bloßen Augen mehr sehen oder einer eurer Mates, dann ist diese Person von der Map verschwunden, weil wie wir jetzt sehen, zum Beispiel können wir nur vier Leute, vier orangene Spieler sehen, während es ja eigentlich fünf gibt. Den fünften können wir aktuell nicht sehen, also weiß keiner, wo der ist. So, und da können wir einfach so ein Ward in den Jungle stellen, zeige ich euch gleich, was ein Jungle ist, und dann weiß man, wenn der zufällig da durchläuft, aha, da ist er, ich weiß, wo er ist. Und das bringt euch halt schon sehr, sehr viel Vorteil im Kampf. So, also, wir haben uns jetzt am Anfang Items gekauft für 350 Gold. Die stehen uns am Anfang zur Verfügung. Wir haben uns Items gekauft. Dann können wir hier so ein Jump Pad benutzen. Ja, das sind Jump Pads, da kann man drauf springen. Und das bringt uns einfach ein bisschen weiter nach vorne, damit man nicht so weit laufen muss. Und man ist eben schneller. Jetzt gibt es in diesem Spiel drei verschiedene Lanes, wie ihr seht. Hier sind zum Beispiel drei Türme. Hier steht einer, da vorne steht einer und da steht einer. Und das Ziel des Spiels ist es natürlich, diesen Core, das ist unser Core oder unser verbündeter Kern, den müssen wir beschützen. Das gegnerische Team möchte hier hinkommen und die wollen das Ding kaputt hauen, ja? Die wollen das Teil kaputt hauen und das müssen wir verhindern mit allen Mitteln, die wir haben. Und dafür, die können den nicht einfach angreifen, also selbst wenn einer von denen jetzt hier hinkommen würde und der würde versuchen, dem Schaden zu machen, würde das nicht funktionieren. Denn die müssen erst die Türme, die davor stehen, deaktivieren, also zerstören. Hier zum Beispiel ist ein Turm, ja, der ist jetzt hier der Turm, der Offlane, das ist quasi der letzte Turm, der den Kern beschützt. Wenn dieser Turm zerstört wird von den Gegnern, oben seht ihr so einen blauen Lebensbalken, da steht verbündeter Inhibitor, wenn der hier kaputt gemacht wird, dann liegt der Kern frei oder einer von diesen. Es muss nur einer kaputt gemacht werden, dann liegt der Kern frei und die Spieler können hierher kommen und den angreifen und kaputt machen und wenn der kaputt ist, haben wir verloren. Außerdem, wenn dieser oder einer von diesen Türmen kaputt ist, dann spawnen hier größere Minions, also bei den Gegnern spawnen größere Minions. Wenn unser Turm kaputt gegangen ist, dann spawnen bei den Gegnern auf dieser Lane hier größere Minions, die sind stärker und die sehen, seht ihr dann, die sehen größer aus als diese hier und die sind halt stärker und die drücken halt ganz normal hier die Lane. Ich sag mal, die sind stärker als meine eigenen Minions und die werden halt immer weiter hier Druck machen auf den Core und wir müssen halt dann noch härter verteidigen. Also das hier ist der Inhibitor, so nennt man das. Der nächste Turm, der steht hier vorne, das ist dann der T2, also das zweite Turret oder der zweite Tower, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist der T2 und wenn wir die Lane noch ein bisschen weiter runter gehen, dann sehen wir auch den T1. Ja, das ist auch der erste Turm. Der ist jetzt hier schon fast kaputt, weil ich die ganze Zeit nicht auf der Lane bin. Und ich muss diesen Turm jetzt beschützen gegen diese bösen Minions, die hier kommen. So. Und gegen die gegnerischen Spieler. Also ich probiere diese Minions hier natürlich kaputt zu machen, damit diese den Turm nicht kaputt machen. Guck mal, der fängt jetzt schon an zu brennen. Das heißt, der ist bald kaputt. Oben seht ihr die Lebensbalken, da ist nur noch ganz bisschen drin. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, am Anfang gehe ich also hier auf meine Lane. Ich zeige euch gleich auch, woran man erkennt, wo man hin muss. Und dann fange ich an, die Minions kaputt zu machen. Das sind hier die Minions. Das ist der Gegner, einer der gegnerischen Spieler. Und ich kämpfe jetzt gegen die. Und ich will nicht, dass die Minions hier in den Turm reinlaufen. Und jetzt schlage ich die einfach mal kaputt. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht so viel Schaden bekomme. Weil wenn ich viel Schaden bekomme, dann bin ich irgendwann tot. Und dann kriegt der gegnerische Held hier, der da, wenn der mich tötet, kriegt er Gold. Und von dem Gold, das ist ja ganz schön viel Gold, von dem kann der sich dann neue Items kaufen. Und dann wird der halt viel, viel stärker als ich, ne? Wir sehen auch, der ist jetzt schon Level 8, weil ich halt hier rumgetrödelt habe. Und ich bin Level 2. Oh, jetzt kommt ein anderer Typ da. So, jetzt kämpfen wir gegen den. Mal gucken, ob wir ihn schaffen. Oh, da muss ich weg. Ich habe nur noch ganz wenig Leben, ganz wenig Leben. Okay, wir konnten ihn jetzt nicht besiegen, aber beim nächsten Mal kriegen wir es hin. Genau. So, jetzt erkläre ich euch die Einzelheiten. Also,
Mein Job ist es, ganz am Anfang im Spiel diesen Turm zu beschützen, weil ich bin der Offlaner und ich bin auf der Offlane. Jede Rolle hat eine zugewiesene Lane am Anfang. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel der Offlaner seid, dann geht ihr auf die Offlane, das ist in dem Fall hier die rechte. Die erkennt ihr daran, wenn ihr jetzt mal auf der Map guckt, da ist ein grüner Punkt hier, wo ich bin ja ganz, ganz rechts auf der Map. Ich bin dieser gelbe Kreis, der sich so ein bisschen dreht gerade, ne? Und auf der Offlane ist zum Beispiel dieser grüne Mann hier. Das ist der Green Buff. Und den könnt ihr auf der Karte erkennen. Der ist hier grün. Außerdem erkennt ihr die Offlane daran, dass der Mini Prime oder der Orb Prime, das ist dieser lilane Punkt auf der Karte. Seht ihr den lilanen Punkt? Das ist der kleine Mann hier. Der ist immer auf der Seite der Offlane. Also wenn ihr Offlaner spielt, geht ihr immer auf die Seite, wo der grüne Punkt und der pinke Punkt ist. Und dann ist das hier eure Lane. Ne? Das ist euer T1, den ihr beschützt. Wenn ihr Midlaner seid, dann geht ihr auf die mittlere Lane, da wo jetzt ja Faye und Gadget sind. Ihr wisst natürlich nicht, wer das ist, aber das ist dann die mittlere Lane. Komm, wir gehen einfach mal rüber. Ich zeige euch, wo die mittlere Lane ist. Warte. Und dann, wenn ihr Carry oder Supporter seid, geht ihr auf die Duo Lane. So. Also, ihr springt dann hin und ihr findet hier, rechts ist hier in dem Fall, weil grün rechts ist, die Offlane. In der Mitte ist die Midlane, das heißt, ihr geht hier einfach von Tower zu Tower, dann wisst ihr, das hier ist die Midlane. Ich meine, es sind ja Mauern drum, man sieht ja. Das ist dann die Midlane, da spielt ihr als Midlaner. Und wenn ihr eben Supporter oder Carry seid, dann geht ihr auf die Duo-Lane. Die heißt Duo-Lane, weil da zwei Leute gleichzeitig auf einer Lane spielen. Und die spielen zusammen. Und die Duo-Lane ist immer die, wo der gelbe Punkt ist und dieser braune Punkt, ja. Also der gelbe Punkt ganz, ganz links auf der Map. Da wisst ihr, das ist die Duo-Lane, das ist nämlich der Goldbuff. Und da spielt man zu zweit. Ja, also wenn ihr mit einem Kumpel zusammen spielt oder so, dann spielt man da zu zweit immer ein Carry und ein Supporter. Also nicht ein Carry und ein Magier oder ein Carry und ein Offlaner, sondern immer ein Carry und ein Supporter. Nichts anderes, ja. Man wählt nur einen Supporter und ein Carry. Wie die Rollen im einzelnen Detail gespielt werden, werde ich euch in zukünftigen Videos zeigen, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, genau. Ich will euch erstmal generell erklären, wie das ganze Game hier funktioniert. Übrigens könnt ihr euch auch jederzeit zurückteleportieren. Bei mir ist es die Taste B auf dem Computer. Wie gesagt, bei euch, ihr könnt ja in der Steuerung nachgucken, je nachdem, ob ihr auf PlayStation oder Xbox spielt. Dann lädt sich das hier so auf und dann hopp, seid ihr wieder in der Basis. Das kostet auch nichts. Genau, dann könnt ihr jetzt wieder euch was kaufen. Ich will zum Beispiel jetzt das barbarische Beil kaufen. Ich mache einfach wieder Doppelklick hier drauf auf die empfohlenen Items. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch hier hingehen, hier hin und könnte mir das Item auch einfach so kaufen. Klick dann hier drauf oder hier kann ich halt gucken. Alle Items, die es halt gibt. Da müsst ihr halt ein bisschen Spielerfahrung mitbringen, dass ihr wisst, was man wann kauft. So, jetzt kaufe ich mir einfach diese Items. Jetzt habe ich noch 240 Gold übrig hier unten rechts. Aber die günstigsten Items kosten 350 Gold. Es gibt kein günstigeres Item. Also kaufe ich mir immer die hier zusammen. So, jetzt habe ich mir was gekauft. Jetzt springen wir wieder hier hin. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Offlane. Und was ich damit sagen will, wenn man so in neue Lobbys reinkommt, dann werdet ihr feststellen, dass Leute, die das Spiel nicht können, dass die einfach irgendwo rumlaufen. Die sagen, okay, bin zwar Offlaner, aber jetzt gehe ich mal links auf die Lane. Oder ich gehe mal in die Mitte auf die Lane. Oder ich renne hier im Jungle rum, den zeige ich euch auch noch gleich. Aber das ist falsch. Das sollt ihr auf keinen Fall tun. Wenn ihr der Offlaner seid, dann seid ihr dafür verantwortlich, diesen Turm hier zu beschützen. Ihr seid der Offlaner und ihr kämpft 1 gegen 1 gegen den anderen Offlaner. Wenn ihr Midlaner seid, dann bleibt ihr auf der Midlane und kämpft 1 gegen 1 auf der Midlane gegen den anderen Midlaner. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht, ja? Wenn ihr Duolaner seid, dann kämpft ihr 2 gegen 2 auf der Duolane. Und wenn ihr im Jungle seid, also Jungler seid, dann kämpft ihr im Jungle. Und dann gibt es natürlich auch einen anderen Jungler. So, ich mache jetzt natürlich hier die Minions kaputt. Ich will jetzt hier nicht angegriffen werden, weil der ist schon Level 10 natürlich. Der ist viel, viel stärker als ich. Ich will gar nicht gegen den kämpfen, weil der würde mich komplett platt machen. Also auch so ein Tipp, wenn ein Gegner mehr Level hat als ihr, dann solltet ihr aufpassen und nicht unbedingt gegen den kämpfen, weil der würde euch tot machen, ja? Der würde euch auf jeden Fall besiegen. So, das heißt, ich bleibe jetzt zurück und versuche, dass der mich nicht... Dass der mich nicht killt, der will mich hier angreifen, aber der kommt natürlich nicht in meinen Tower rein, weil mein Tower wird den abschießen. Und diese Türme sind sehr, sehr stark. Innerhalb dieses Ringes hier, den ihr hier seht, ne, mit diesen Runen, wenn der über diese Schwelle geht, also quasi hier reingeht, dann würde der Turm sich aktivieren und der würde ihn gegen den kämpfen. Ja? So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Achtung, der will's mir hier geben. So, wir bleiben auf jeden Fall weit weg.
und wollen nicht, dass der mich angreift. Weil der würde mich echt töten. Und das wollen wir nicht. Oh, jetzt hat er sein Ultimate aktiviert, dann gehe ich jetzt mal raus. Sitze, er hat Angst vorm Turm. Er will auf keinen Fall in meinen Turm kommen. Und ich muss meinen Turm wie ein Verrückter verteidigen gegen den hier. Und gucken, dass der da nichts machen kann. So, jetzt zeige ich euch, wie kriegt man denn überhaupt ein Level up? Und wie kann man stärker werden in diesem Spiel? Also, es gibt zwei Dinge, um stärker zu werden. Das erste Ding ist, man levelt. Also ihr seht, neben meinem Lebensbalken ist Level 5 oder ganz links unten, seht ihr auch, Level 5 bin ich. Und der gegnerische Grux hier, der Rhinoceros-Mann, der ist schon Level 10. Links unten seht ihr auch, dass da so ein blauer Balken ist, der füllt sich gerade auf. Und immer wenn hier so ein Minion stirbt, dann seht ihr XP 39. Das ist so ein blaues Zeichen, ja? Wenn das jetzt stirbt, dann achtet mal drauf. XP 39. Das heißt, ich habe 39 Erfahrungspunkte bekommen, wenn hier so ein Minion stirbt. Hier 65 habe ich jetzt gekriegt. Das kommt halt immer darauf an, welches Minion gerade gestorben ist. Eine Wave besteht am Anfang immer aus drei Schläger-Minions. Das sind die haben halt so, die greifen halt so an mit so Klingen. Und zwei von diesen, die schießen können. Das ändert sich aber im Laufe des Spiels. Das werden dann mehr. So, jetzt muss ich mal gerade rausspringen, weil der ist ganz schön aggressiv hier. Das ändert sich im Laufe des Spiels. Dann werden das mehr, ja? Das werden dann mehr. Hier sind zum Beispiel drei Schläger-Minions mit diesen Schwertern und drei Schießer-Minions. Die Schläger-Minions, die geben euch mehr Gold, wenn ihr sie tötet. Und die geben euch auch mehr Erfahrung. Die halten aber auch mehr aus, machen aber weniger Schaden. Ja, also zusammengefasst, die Schießer-Minions machen mehr Schaden. Dafür können sie halt schießen auch. Die sind aber schneller tot, geben dafür aber weniger Gold. Und das Allerwichtigste in diesem Spiel sind Last Hits. Ihr seht jetzt diesen Balken, das sind die orangen Lebensbalken. Und am Ende wird der rot, guck mal. Der wird am Ende rot. Und wenn der rot ist, dann müsst ihr eine Basic Attack auf dieses Minion machen. Da müsst ihr es töten. Achtung, der wird jetzt rot. Jetzt, zack. Und jetzt habe ich 78 Gold bekommen. Jetzt habe ich gar kein Gold bekommen. Das heißt, wenn die Minions dieses Minion hier töten, dann kriege ich nur Erfahrungspunkte und kein Gold. So, jetzt habe ich 39 Erfahrungspunkte bekommen, aber kein Gold. Seht ihr, ich kriege kein Gold dafür, nur Erfahrungspunkte. Und wenn ich im richtigen Moment schlage, 26 Gold habe ich jetzt gekriegt. Und nochmal, 26 Gold. Machen wir hier weiter. 16 Gold. 16 Gold. 16 Gold. Also, das nennt man Last Hitten und das ist die wichtigste Mechanik in einem MOBA und im Predecessor natürlich auch. Wenn ihr die Minions nicht Last Hittet, das heißt, ihr macht denen Schaden, wenn die im roten Bereich sind. Last Hitten heißt auch, wenn die im roten Bereich sind, dann ist scheißegal, wie viel Schaden ihr denen macht, die sterben dann. Also, wenn der im roten Bereich ist und ihr schlagt die, egal wie viel Schaden ihr machen würdet, der ist dann tot, ja? Egal, wie viel Schaden ihr theoretisch machen würdet. Genau. Der ist dann automatisch tot. Und wenn ihr halt nicht den Gegner in diesem Bereich trefft, kriegt ihr null Gold. Null, nada, gar nichts. Nicht nur ein bisschen, sondern nichts. Das bedeutet, wenn ihr dieses Spiel spielt, ich will es ganz klar sagen für euch Anfänger, wenn ihr dieses Spiel spielt und ihr macht keine Last Hits, dann kriegt ihr null Gold. Das einzige Gold, was ihr bekommt, seht ihr jetzt unten, wo meine 2000 Gold stehen. Da seht ihr, dass es jetzt hochtickt. Und zwar kriegt ihr pro Sekunde 2 Gold. Das kriegt jeder. Ihr bekommt das und die Gegner bekommen das. Jeder bekommt 2 Gold pro Sekunde. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Gold bekommen, 100 Gold, weil ich einen Turm kaputt gemacht habe, beziehungsweise weil meine Minions hier so einen Turm kaputt gemacht haben. Dafür kriegt man natürlich auch Gold. Wenn man einen gegnerischen Helden tötet, kriegt man auch Gold. Wenn man Minions tötet, kriegt man Gold. Wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diesen Green Buff töte, den hier, dann kriege ich auch Gold. Der ist aber relativ stark. Wir kämpfen jetzt mal gegen den. So. So, jetzt habe ich den gekillt und habe 55 Gold dafür bekommen. Also ist eure Mission, die ihr habt, erstens, ihr wählt den richtigen Held aus im Draft. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt, was man da auswählen muss. Zweitens, ihr geht auf eure Lane, die ihr ausgewählt habt. Offlaner auf die Offlaner, Midlaner in die Mitte. Und Duolaner auf die Duolane. Diese drei Lanes gibt es. Und dort bleibt ihr. Und eure Mission ist es, diesen Turm zu beschützen vor den Minions und den gegnerischen Helden. Und während ihr diesen Turm hier beschützt, ist es eure Pflicht, Last Hits zu machen. Jetzt hier zum Beispiel. Zack, 16 Gold habe ich bekommen. Zack, 16 Gold. Achtung, 16 Gold. Ha, den habe ich nicht bekommen.
Habe ich jetzt kein Geld für gekriegt. So, und dann, während ihr das tut, also während ihr versucht, diese Last Hits zu bekommen, ist es eure Mission, nicht sterben. Ihr wollt nicht sterben. Ihr wollt nicht, dass der Rhinoceros-Mann oder wer auch immer gerade euer Gegner ist, dass der euch tötet. Das ist, was ihr unbedingt vermeiden müsst. Also, ein Tipp ist auch... ganz weg. Ein Tipp ist auch, ihr wollt in der Nähe von unserem, von eurem Turm stehen, damit der euch im Notfall beschützen kann. Angenommen, der Grux oder hier würde einer rauskommen, der würde mich angreifen, die werden in Überzahl. Dann müsste ich ganz schnell flüchten und zurück in meinen Turm laufen, ja? Weil innerhalb dieses Rings hier macht der Turm Schaden und der würde mich beschützen und ich beschütze den Turm. Also der Turm und ich, wir sind Bros. So. Das bedeutet, ihr wollt eigentlich nicht weit weg gehen. Ihr wollt nicht weit weg von eurem Turm gehen und jetzt zum Beispiel nach vorne laufen. Wenn ich jetzt hier bin, dann muss ich den ganzen Weg hier zurücklaufen, um in meinen Turm zu kommen. Und das heißt, ihr wollt eigentlich gar nicht so viel nach vorne pushen. Also ihr wollt nicht alle Minions kaputt machen, sondern ihr macht erstmal nur die Last Hits. Ja, ihr macht erstmal nur die Last Hits. Guck mal, ich mache jetzt nichts. Ich brauche gar nicht gegen die kämpfen, gegen die Minions. Ja, okay, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Aber da kommen noch ein paar. Guck mal hier. Alle 30 Sekunden kommt eine Minion-Wave. So. Und jetzt mache ich einen Last-Hit. Zack. Last-Hit. So, jetzt chill ich wieder. Und zack. Okay, hab's nicht getroffen. Ich gehe quasi immer nur hin, wenn ich einen Last-Hit machen will. Und probiere das im richtigen Moment zu erwischen. So, man kann natürlich auch reinpushen. Ne? Man kann ja auch mit Kraft hier die Minions alle kaputt machen. So. Zack, wieder ein Last-Hit. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Da ist der Grux, der will mich töten, aber ich habe meine super Ultimate-Attacke. Bam! So. Also, wir kämpfen hier miteinander, aber der ist noch zu stark für mich. So. Und das ist die ganze Mechanik. So, jetzt hier. Zack, Last Hit. Achtung. Zack. Und zack. Wieder ein Last Hit. Sehr gut. Guck mal, wie gut ich das mache. Das mit den Last Hits, ja? Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Die großen Minions, die geben ganz viel Geld. 82 hat er jetzt zum Beispiel gegeben. So, und zack. So, jetzt haben wir wieder nach vorne gepusht. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt können wir wieder ein bisschen weitermachen. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel... Jetzt zeige ich euch mal, was ihr macht, um euch zu verteidigen. Hier sind sogenannte Shadow Walls. Ja, das sind Shadow Walls. Ich hoffe, das Game ist jetzt nicht gleich vorbei. Es sieht so aus, als würden wir nämlich gerade gewinnen, weil wir so lange brauchen. Wir sind schon 25 Minuten in der Runde. Gut. Wir haben gewonnen. Dann zeige ich euch als nächstes mal... Oh, wir haben doch noch nicht gewonnen. Okay, dann zeige ich euch die Shadow Walls hier. Die machen, dass man da nicht durchgucken kann, ja? Ich kann, wenn jetzt hier ein Gegner dahinter stehen würde, der wäre quasi unsichtbar für mich. Wenn hier direkt dahinter einer steht, dann denkt man zwar, okay, ich kann ja hier durchgucken, aber nein, man kann hier nicht durchgucken, wenn da ein gegnerischer Feind ist. Der wird erst sichtbar, wenn er durch diese Wand hier springt. Und wenn ich jetzt hier so einen Ward stelle, den ich da unten auf der Taste X habe, also ich habe den, ihr habt den auf einer anderen Taste, den kann ich zum Beispiel hier hinstellen, so. Und wenn jetzt der böse Bube hier an dem vorbeiläuft, dann klingelt der und dann macht der ein Zeichen auf der Map und dann macht es Klingling und dann weiß ich, oh, hier ist ein Böser, der kommt mich jetzt angreifen, ich gehe mal schnell weg. Ich gehe mal schnell weg vor dem, weil... 2 gegen 1, die würden mich platt machen. So, jetzt haben wir aber gewonnen. Die würden mich platt machen. Und dafür sind quasi die Wards gedacht. Und das sind die Shadow Walls. So, so haben wir schon mal unsere erste Runde gewonnen. Also ihr seht, obwohl ich meine Lane nicht wirklich dominiert habe, haben es meine Mates geschafft, meine Teamkollegen haben es geschafft zu gewinnen. Und die haben nicht mal wirklich meine Hilfe gebraucht, ja? Und genau, das ist so das Spielprinzip. Ihr solltet nicht aufgeben, nur weil ihr vielleicht auf eurer Lane verliert. Solltet ihr nicht aufgeben, ja? Also man kann ab 15 Minuten oder ab 10 Minuten kann man offiziell aufgeben. Aber das macht ihr nicht. Sondern ihr kämpft weiter, ihr versucht irgendwie eure Lane zu halten, eure Tower zu beschützen. Weil solange ihr Türme da stehen habt, braucht ihr eigentlich nicht aufgeben. Weil es kann ja sein, dass eure Teamkollegen richtig gut spielen und die für euch das Game gewinnen. Das Einzige, was ihr verhindern müsst, ist, dass ihr verliert. Ja? Ihr müsst einfach nur verhindern, dass ihr verliert und ihr habt jederzeit eine Chance, das Spiel zu gewinnen. So, jetzt zeige ich euch mal auch den Jungle. Das ist ganz gut, dass wir auch mal im Dschungel spielen können. Dann kann ich euch den Rest der Map noch zeigen. Es gibt noch ganz, ganz viel, was ich noch zeigen will. Ihr seht ja wahrscheinlich, wie lang das Video am Ende wird. So, ihr seht, ich bin jetzt hier Jungler. Das ist dieser Grasbüschel, ist das Symbol für Jungle. Ich klicke auf Jungle und jetzt kann ich einen von diesen Helden hier auswählen. Wir nehmen zum Beispiel einfach mal Rampage. So,
Jetzt haben wir Rampage. Jetzt wähle ich mal einen Skin aus. Dann sehen wir noch ein bisschen cooler aus. Dann bin ich so ein Steinmann zum Beispiel. Und alle meine Mates wählen wieder ihre Helden aus und wir gehen wieder in ein Game. Ein Game dauert ungefähr so 20 bis 30 Minuten. Es kann aber auch teilweise mal 40 oder sogar 50 Minuten gehen, aber 50 Minuten ist schon sehr, sehr selten. Also eigentlich so 20 bis 30 Minuten dauert eine Runde. Vielleicht maximal 35 Minuten, dann ist eine Runde vorbei. So, was haben wir gelernt, liebe Leute? Wir spawnen, wir kriegen ein Crest empfohlen, ein Wappen, wähle ein Wappen. Wir wählen jetzt einfach das empfohlene Wappen aus, klicken auf Bestätigen. Wenn wir es wechseln wollen, dann klicken wir hier die Pfeile, drücken Bestätigen. So, und jetzt sehen wir, machen wir den Shop auf und wir kaufen, was wir kaufen wollen. Diesmal wollen wir einfach mal das Item hier kaufen. Machen da Doppelklick und kriegen das. Wählt einfach eins von denen, was ihr wollt, oder macht automatisch Kaufen an. Ich mache jetzt für meinen Fall auch erstmal automatisch Kaufen an, damit das für uns einfach ganz easy ist, weil die Items habe ich euch in anderen Videos erklärt. Die findet ihr unten in der Guides-Playlist. Da sind mehrere Videos drin, wo ich euch all diese Items der Kategorie nach erkläre und genau sage, was die machen. Da erkläre ich genau, wofür jedes Item ist. Die könnt ihr euch mal irgendwann zum Einschlafen angucken. So, wir müssen uns jetzt beeilen, weil wir sind Jungler und wir müssen jetzt in den Jungle gehen, weil der Jungler ist die einzige Rolle, die nicht auf einer Lane ist. Und wenn wir uns jetzt die anderen Helden angucken, dann sehen wir, dass der Steel, zum Beispiel der Steel ist unser Offlaner, der ist auf der grünen Lane. Und während wir auf der goldenen Lane da hinten gucken, da sind Sparrow und Rictor. Rictor ist der Support, Sparrow ist der Carry. Die sind auf der gelben Lane, also die Carry Lane, die Duo Lane, so. Und der Howitzer, der verteidigt die mittlere Lane. Es ist immer so aufgeordnet und es wird auch nicht gewechselt. Es geht nicht irgendwann der Howitzer darüber und der Steel geht darüber. Jeder bleibt da, wo er ist. Und wir sind der Jungler, wir gehen jetzt in den Jungle rein. Das hier ist der Jungle, das ist quasi der Bereich zwischen den Lanes. Und wir wollen jetzt hier erstmal diesen Red Buff machen. Und es ist ja so, ihr habt ja gesehen, die Laner, also der zum Beispiel auf der Offlane, der kriegt ja sein Gold durch das Töten der Minions. Das macht der Midlaner ganz genauso und die Duo-Lane macht das ganz genauso. Und daher kriegen die ihr Gold. Jetzt ist ja der Jungler hier und der Jungler hat ja gar keine Minions, die er töten soll. Und der hat ja auch keinen Turm, den er beschützen kann. Der Jungler, der tötet die Minions im Jungle. Ja, also der tötet alle, die hier rumstehen. Und ihr seht auf der Minimap oben rechts, da sind Punkte. Es gibt links zum Beispiel gibt es den blauen Punkt und zwei weiße. Und rechts gibt es hier, ich gehe mal kurz runter davon, gibt es den roten Punkt, den habt ihr gerade gesehen, und auch zwei weiße. Und das sind unterschiedliche Camps. Es gibt von jeder Sorte eins. Das hier ist zum Beispiel das Five Camp, weil hier stehen fünf Minions drin, wie ihr seht. Und die sind für den Jungler. Also ich mache die jetzt kaputt. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal einen Stein werfen. Ich erkläre euch gleich, wie man Attacken macht. So, und jetzt mache ich meine Attacken auf die. Und jetzt gehe ich auch immer so ein bisschen weg von denen, weil dann können die mich nicht so viel schlagen, weil die mir hinterherlaufen müssen. Aber ich schlage die einfach die ganze Zeit, während ich so ein bisschen im Kreis laufe. Ich muss aber auch hier in diesem blauen Kreis drin bleiben, sonst rennen die Minions wieder weg. So, ich mache meine Attacken auf die. Und ihr seht, wenn ich den töte, Achtung, zack, 42 Gold habe ich bekommen. Und ich kriege Gold und Erfahrungspunkte. Und jetzt muss ich schnell zum nächsten Camp laufen. Sofort, was frei ist. So, das weiß ich jetzt zum Beispiel. Hier, das ist das Two-Camp, weil hier zwei Minions drin stehen. Also greife ich die wieder an. Mache meine Attacken drauf. Ich werfe noch einen Stein auf die, so. Und jetzt greife ich die an. Ich laufe wieder im Kreis, damit ich nicht so viel Schaden von denen bekomme, weil die greifen mich ja auch an. So. Und diese Minions muss man nicht last hitten. Die macht man einfach kaputt. Ja, die macht man einfach kaputt. So. Zack. Und ich kriege wieder Gold dafür. Und wunderbar. So. Und jetzt seht ihr, wenn ihr mal auf der Karte guckt, um den weißen Punkt auf der rechten Seite, rechts unten, da wo der rote ist, da ist jetzt zum Beispiel so ein weißer, ja, das ist wie so eine Uhr, wie so eine Uhrzeit, die tickt, ja, die wird immer weiter voll, wenn, beim Roten und beim Weißen. Das bedeutet, diese Camps, die spawnen nach einer Zeit wieder. Zum Beispiel das Camp ist jetzt in 98 Sekunden ist es wieder da. Und jetzt seht ihr auf der linken Seite, wo der Blue Buff ist, auf der linken Jungle-Seite, da gehen wir jetzt mal hin, da wo ich jetzt hinlaufe, da seht ihr keine so eine Eieruhr, die voll läuft, ja, so ein Timer. Weil die sind noch da. Wenn da keine Eieruhr ist, also so ein Balken, der rund um das Symbol läuft, dann wisst ihr, okay, die sind noch da, die mache ich jetzt kaputt. Weil die müsst ihr kaputt machen, um Gold zu bekommen. So, und Erfahrungspunkte. Und das machen wir jetzt mal. Ich level jetzt mal bis Level 4. Ich bin ja jetzt Level 3 geworden. Das heißt, wenn ihr eine Seite des Jungles am Anfang durchmacht, dann habt ihr auch direkt ein Level up. So, und das ist quasi einfach der Jungle. Und dem Jungler seine Aufgabe ist es, einfach hier rumzulaufen. Wenn ihr ein Level
Up bekommt, ne, dann sagt die Stimme, your power grows, ihr habt ein Level Up und dann seht ihr unten meine Fähigkeiten. Die werden hochgelevelt. Wie levelt man jetzt diese Fähigkeiten? Auf dem PC ist es STRG zum Beispiel. Da könnt ihr das hier einblenden. Und dann könnt ihr euch erstens eure Fähigkeiten durchlesen, was die können. Und links, also das, was so ein bisschen vorgelagert ist, links könnt ihr sehen, was passiert, wenn ihr diese Attacke hochlevelt. Zum Beispiel bei Verstummen steht, der Schaden geht von 110 Schaden auf 150 Schaden hoch. Ja? Und der Cooldown, das ist diese Eieruhr, dieser Wecker, der geht von 17 Sekunden auf 16 Sekunden runter. Also, ja, cool, dann sage ich, das ist doch top. Dann halte ich quasi diese Taste gedrückt und drücke jetzt die Taste, die ich leveln will. Also entweder die Q, die E oder die rechte Maustaste. Ich will jetzt die Q leveln, bei mir auf der Tastatur. Also drücke ich die, halte die Taste gedrückt und drücke die Q. So, und jetzt habe ich die Q auf Level 2. Und insgesamt hat jede Attacke 5 Level, außer die Ultimate. Ihr seht in der Mitte die R, das ist die ultimative Fähigkeit. Die kriegt man erst auf Level 6 und die kann maximal Level 3 werden. Ja? Also müssen wir auch probieren, schnell Level 6 zu werden. Jetzt machen wir mal den Blue Buff tot. Wir probieren schnell Level 6 zu werden. Übrigens, was die ganzen Buffs machen, das erkläre ich euch noch in einem anderen Video. Das wird ein etwas kürzeres Video, aber dann haben wir es einfach mal zusammen. Ja? So, ich mache den jetzt kaputt und dann zack, kriegen wir wieder jede Menge Gold. 110 Gold, wunderbar. Und jetzt meine Aufgabe als Stangler ist es jetzt, hier rumzulaufen. Ich kann hier auch entweder, ich kann auch hier Wards stellen, so, dass ich hier zum Beispiel sehe, wenn hier einer die Treppe runterkommt, dann würde ich das gerne sehen, deswegen stelle ich hier einen Ward hin. Und jetzt könnte ich ja theoretisch in den gegnerischen Jungle reinlaufen. Das hier ist der gegnerische Jungle. Seht ihr, der ist auch ein bisschen, je nachdem auf welcher Seite man ist, sehen die halt unterschiedlich aus. Meiner war halt sehr grün und hier der ist halt eher so herbstlich. Und jetzt muss ich aber aufpassen, weil der gegnerische Jungler könnte ja hier irgendwo sein. Ich könnte jetzt dem seine Camps klauen, ja. Ich könnte jetzt seinen Jungle klauen und das hier klauen. Aber es kann natürlich sein, dass der gegnerische Jungler hier hinkommt und mich tötet. Dann habe ich natürlich Pech gehabt. Deswegen geht am besten nicht in den gegnerischen Jungle rein, weil wenn die hier ein Ward stehen haben, dann habt ihr ein Problem. So, und eure Aufgabe ist es jetzt nicht nur, hier im Jungle rumzulaufen und euch Fett zu farmen. Also farmen nennt man das, wenn man Gegner tötet und dadurch stärker wird. Sondern ihr wollt auch ganken. Was ist ein Gank? Jetzt stehe ich hinter hier dieser Shadow Wall und ihr wisst ja, der Gegner kann mich nicht sehen. Ich kann die jetzt sehen, weil meine Mates sie sehen können. Sie haben die quasi aufgedeckt. Aber die können mich nicht sehen, weil die können nicht hier durchgucken. Und jetzt kann ich die angreifen. Jetzt bin ich mal gemein und nehme mal einen Stein. Und jetzt werfe ich den auf die und zack, greife ich die an. Ja, jetzt greife ich die an und probiere die zu töten. Hab's nicht geschafft. Oh, guck mal, der wurde jetzt gehuckt. Sehr geil. Jetzt haben wir einen Kill geholt. So, und jetzt, okay, mehr kann ich jetzt nicht machen, weil ich kann nicht in den gegnerischen Turm reinlaufen, weil ihr wisst, wenn man über die Grenze geht, dann greift er mich an. Und guck mal, wie viel Schaden der macht, der Turm. Ja, also super viel Schaden bekomme ich. Da kann ich nichts gegen machen, da darf ich nicht reingehen. Hier hinten steht dann übrigens auf der Duo Lane der Goldbuff. Wenn man den tötet, kriegt man einfach ein bisschen mehr Gold. Diese Pflanzen hier, die stehen auf der ganzen Map verteilt. Das sind, kennt ihr vielleicht von League of Legends, das sind so Blast Cones. Hier heißen sie einfach, keine Ahnung, Blast Flowers. Und wenn man die schlägt, dann werfen die einen in eine Richtung hoch. Zum Beispiel so. Bumm. Ja, die werfen einen hoch und dann könnte ich zum Beispiel hier auf diese Mauer katapultiert werden. Die gibt es an verschiedenen Stellen auf der Map. Da hinten kann ich euch nochmal eine zeigen. Hier seht ihr zum Beispiel, bin ich wieder im anderen Jungle, in dem grünen Jungle quasi, der so schön grünlich ist. Hier steht noch so eine Pflanze rum. Da könnte ich mich zum Beispiel über diese Mauer springen lassen. Hier zum Beispiel ein Chimera, der gerade den Raptor macht. Ich komme jetzt hier nicht drüber, aber wenn ich das hier aktiviere, dann katapultiert mich das über die Mauer. So. Und hier ist jetzt ein böser Chimera. Ich probiere den jetzt mal gegen den zu kämpfen, aber ich glaube, ich werde verlieren den Kampf, weil der ist ja viel, viel stärker. Er traut sich auch nicht so recht. Oh, er hat mich zum Glück leben lassen. Wie gesagt, das sind Bots. Die sind halt zum Üben da. Ja, so, das sind die Bots. Was es hier mit diesem Raptor auf sich hat und so werde ich euch auch noch gleich erklären. Genau, das ist die Rolle als euer Jungler. Das hier in der Mitte, hier wo diese Pfütze quasi ist, ne, seht ihr, wo es nass ist? Das ist der River. Der River zieht sich von der Duo Lane, also hier durch diese große, warte mal, wir ganken hier nochmal, komm, wir ganken. Wir greifen hier nochmal an, so, ich mache meine Attacken auf die. Oh, jetzt muss ich raus, weil ich bin fast tot, ich will nicht sterben. Oh, gerade noch so überlebt, ich habe keine Leben mehr, ich bin zum Glück rausgegangen. So, der River, der zieht sich von hier einmal quer durch die Map, also hier kann man lang gehen, das ist der River, das ist quasi das neutrale Gebiet, sage ich jetzt mal.
Und er geht dann hier bis zur Midlane, durch diese Shadow Wall. Hier sind zwei Shadow Walls, hier kann man wieder nicht hoch, ne? Hier kann ich nicht hochspringen. Sei denn, ich benutze eine Attacke von mir, meinen Rechtsklick zum Beispiel. Damit kann ich hochspringen. Und der zieht sich halt hier durch. Hier in der Mitte ist der River auch, das ist so. Und wir gehen den mal komplett ab. Und der geht dann hier weiter, bis rüber auf die andere Seite, wo die Offlane ist, die ihr ja vorhin schon kennengelernt habt, ja? Und hier sind wir dann bei der Offlane. Hier ist mein Jungle. Und da hinten geht's zum Gegner-Jungle. Das hier ist die liebe Seite, die weiße Seite quasi, mit dem schönen Grün. Und das hier vorne ist dann die dunkle Seite. Wenn wir mal hier geht, das seht ihr auch schon, dass ihr auf der dunklen Seite seid. Wenn es hier dann eher so herbstlich wird, ja? Und hier haben wir auch wieder eine Lane, hier auf der Midlane. Genau. Jetzt, was gibt es im River? Hier seht ihr einen Timer runterlaufen. Was ist dieser Timer? Im River holt sich jetzt der Howitzer wahrscheinlich gerade. Okay, hat sich der Howitzer gerade geholt. Ihr seht, der Howitzer hat jetzt so ein Kügelchen an sich dran. Hier, dieses lilane Kügelchen. Das sind die River Buffs. Was ist ein River Buff? Ein River Buff sind Buffs, die hier im River spawnen, immer an diesen zwei Stellen. Entweder hier in diesem Kreis oder auf der anderen Seite. Und die holt sich entweder der Midlaner, also hier der Howitzer zum Beispiel, der auf der Midlane ist, oder der Jungler. Und die spawnen immer jede ungerade Minute. Zum Beispiel bei Minute 11 ist eine ungerade Minute und bei Minute 13 spawnt er wieder. Das ist dann immer unterschiedlich, was es für einer ist. Gibt halt verschiedene. Und die könnt ihr kaputt machen. Die gehen auch ganz schnell kaputt. Guck mal. Zwei Schläge, zack, ist der weg. Und jetzt habe ich auch so eine Kugel. Ne? Da steht jetzt zum Beispiel orangener Buff, zusätzliches Angriffstempo. Und da gibt es halt verschiedene. Das ist halt zufällig, was da spawnt. Und jetzt kann ich schneller schlagen. Ihr seht, guck mal, ich bin jetzt viel, viel schneller im Schlagen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und den habe ich jetzt, wenn ihr jetzt die Taste drückt, die ihr zum Leveln benutzt. Bei mir ist es SDRG. Dann seht ihr jetzt auf der linken Seite orangener Buff, Angriffstempo, noch 43 Sekunden. 42, 41. Da seht ihr, wie lange euer Buff hält, den ihr aktuell habt. Ja? Das könnt ihr da sehen. Also, das ist der Jungle. Ihr farmt euch fett, indem ihr hier die Minions tötet. Indem ihr einfach die Erfahrung bekommt und das Gold. Und dann zeige ich euch, dann gehen wir mal kurz in die Base gleich zurück. Und dann zeige ich euch noch, was der Raptor und was der Prime macht. So, jetzt zeige ich euch mal was. Ihr seht jetzt hier oben ist so ein V. Ja? Und das ist jetzt geworden zu einem roten Pfeil. Ja, das ist so ein rotes Dreieck. Und als Jungler seht ihr rechts unten auf der 1, da habt ihr keinen Heiltrank als Jungler, sondern ihr habt als Jungler ein Messer. Und was ist das für ein Messer? Das ist dieses Messer hier, das heißt Jagd oder auf Englisch Hand. Das macht, dass wenn ihr Minions tötet, dass ihr ein bisschen Leben dazu bekommt. Ja, ihr bekommt dann quasi ein bisschen Leben geheilt, ihr bekommt auch beim Aufenthalt im Jungle kriegt ihr ein bisschen Mana zurück und so weiter, das könnt ihr euch ja durchlesen. Und wenn ihr das aktiviert, bei mir ist es auf der Taste 1, so, dann könnt ihr das auf den Gegner machen und der ist jetzt gestorben. Und jetzt hat es Cooldown 10 Sekunden und das fügt am Anfang dem Gegner, also dem gegnerischen Minion 500 Schaden zu. Wenn ihr aber 40, also wenn ihr 40 von diesen Monstern getötet habt, dann entwickelt sich das, also 40 von diesen Jungle Minions, die hier rumstehen, dann entwickelt sich das und wird dann zur wilden Jagd und dann macht es 1000 Schaden, also doppelt so viel. Ja, dann seid ihr noch ein bisschen schneller. Ich kann jetzt hier das benutzen, um hier hochzuspringen, so. Und jetzt kämpfen wir wieder. Wir sehen rechts unten, wo die 1 steht, da steht, ich habe noch eine Aufladung übrig. Ihr könnt also zwei Aufladungen von diesem Hand haben, ja, von dieser Jagd. So, und jetzt mache ich das wieder runter. Ich drücke das jetzt mal. Ihr könnt das zu jeder Zeit machen, aber wenn ihr unter dem Pfeil seid, unter diesem Dreieck, dann wird der Gegner auf jeden Fall getötet. Ich mache das jetzt mal einfach ohne so, damit ihr einfach seht, wie viel Schaden das macht. Ich drücke jetzt die 1. Zack, 500 Schaden. So, genau. Und den Rest kann ich jetzt einfach noch so runterprügeln. Und ihr kriegt halt auch ein bisschen Leben dazu, wenn ihr das benutzt. So, jetzt bin ich Level 6 geworden. Kommen wir mal zu den Fähigkeiten. Jetzt haben wir nämlich alle freigeschaltet. Eure Fähigkeiten seht ihr unten aufgelistet. Q, E, R, linke Maustaste, rechte Maustaste und die 4. Und links neben der Q ist noch eine. Wenn ihr da wieder nachguckt, bei euch, wenn ihr auf PlayStation oder auf Xbox spielt, dann stehen da natürlich andere Tasten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier, ist jetzt mein Xbox-Controller, den habe ich jetzt aktiviert. Da steht jetzt zum Beispiel LB, LT, LB und RB. Je nachdem, auf welcher Konsole ihr spielt, stehen halt andere Tasten da. Und ihr seht, auf welcher Taste das ist. Ne? Es wird immer alles angezeigt. Ich spiele aber auf PC, deswegen machen wir das so. Wenn ihr jetzt eine Attacke benutzen wollt, dann drückt ihr einfach die dazugehörige Taste. Bei mir zum Beispiel die Q, drücke ich jetzt drauf und zack, hole ich so einen Stein.
Und jetzt steht hier, F, könnt ihr das wieder abbrechen zum Beispiel. Oder linke Maustaste bestätigen. Jetzt kann ich hier so einen Stein werfen. Ja, ich werfe den mal in den Himmel. So kann ich zum Beispiel einen Stein werfen. Oder ich kann mit dem Rechtsklick springen. Oder mit der E kann ich so stampfen. Und alle eure Attacken kosten immer Mana. Unten, das Grüne, sind eure Leben, denke ich mal. Das wisst ihr. Und darunter ist euer Mana-Balken. Und der Mana-Balken zeigt euch immer an, wie viel Mana ihr noch habt. Und Mana braucht ihr, um Attacken zu benutzen. Die Q zum Beispiel, da steht jetzt eine lila, eine 100 dran. Das bedeutet, ich brauche 100 Mana, um den Stein zu werfen. Das benutze ich jetzt mal. Ich habe jetzt 470 ungefähr. Zack, jetzt habe ich nur noch 370 Mana. Genau, und rechts die Zahlen, da steht halt noch alles grob dran. Wie das gesamte UI funktioniert, werde ich euch in einem gesonderten Video komplett erklären. Da werde ich euch alle Einzelheiten erklären. Genau, dann haben wir das Crest. Ihr seht jetzt zum Beispiel, rechts ist so ein dunkler Kasten. Da steht Goliath-Wappen drin. Ihr erinnert euch, dass wir am Anfang hier so ein Crest oder ein Wappen ausgewählt haben, ja? Wo ich gesagt habe, nehmt einfach das Empfohlene. Und da steht jetzt in diesem Kasten, steht jetzt die Quest drin, die ihr machen müsst. Und da steht unten auch in dem Text, was ihr genau tun müsst. Bei mir steht jetzt, regeneriere Gesundheit, nachdem du Schaden erlitten hast und boost, wenn zuvor Gegner getötet werden, wurden, ja? Und da steht jetzt auch, 62 von 300 Leben wiederherstellen. Also ich muss insgesamt 300 Leben wiederherstellen. Und ihr seht, wenn ich Schaden bekomme, dann geht das hoch, ja? Ich kriege einen Boost, wenn ich zuvor Gegner getötet werden. Und ich muss einfach Gesundheit regenerieren. Also schlage ich die ganze Zeit. Und damit regeneriere ich die Gesundheit. Und dann füllt sich das auf. So. So, ich benutze mal hier wieder meinen Wild Hunt. So, dann kann ich das schneller farmen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr machen müsst, dann könnt ihr einfach hier lesen. Heilt 1% Leben über einen Zeitraum von 10 Sekunden, wenn ich Schaden erlitten habe. Genau, und nach der Wiederherstellung von 300 Leben entwickelt sich das in legendäres Wappen. Also wenn die 300 voll sind, dann entwickelt sich das automatisch, wenn ihr wieder zurück in den Shop geht. Also zurück in die Base. Das machen wir jetzt mal. Wir drücken B, gehen mal zurück in die Base. Und dann erstens wird unser Shop jetzt automatisch unser Geld ausgeben, oder? Ja, genau, der hat jetzt automatisch das Geld ausgegeben. Und, ja. Da sehen wir, ich könnte sogar noch was kaufen. So, ich hatte noch ein bisschen Geld übrig, das habe ich gerade bekommen. Genau, jetzt haben wir automatisch was geshoppt. So, jetzt gehen wir mal zum... was gehen wir denn? Wir gehen mal zum Mini-Prime. Ich zeige euch jetzt mal genau, was der Mini-Prime ist und wofür der, gut ist. Der Mini-Prime ist der lilane Punkt auf der Map. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist dieses Symbol hier, diese Raute mit dem lilanen Zeichen. Und der Mini-Prime, das ist ein starker Gegner. Den kann man nicht einfach so besiegen. Also egal, ob man Offlaner ist oder Midlaner, da kann man nicht einfach so hingehen und den einfach mal so töten, weil der ist ziemlich stark. Meistens braucht man zwei Leute dafür, damit das schnell geht. Der hat nämlich 6800 Leben. Das ist über das Dreifache von dem, was ich an Leben habe. Wir können jetzt mal probieren, den zu töten. Ja, wir gehen mal mit allen Mitteln, gehen wir mal auf den drauf. Und probieren, den zu töten. So, ich smite den. Das nennt sich Smite. Wenn man Wild Hunt benutzt, dann nennt sich das Smite. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Es könnte sein, dass ich den schaffe. So, ich darf jetzt nicht in der Pfütze hier drin stehen, weil die Pfütze macht Aua. Darf ich nicht hin. So, jetzt drückt er mich weg. Er hat mich wieder weggestoßen, wieder hinlaufen. Und ich probiere, den jetzt echt zu machen. Und ihr seht schon, wie lange ich dafür brauche und wie viel Leben ich dabei verliere, diesen Prime Buff zu töten. Und es dauert wirklich lange, deswegen darf ich in der Zeit nicht erwischt werden. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Gegner hier ein Ward hingestellt haben. Jetzt muss ich mal meine Ultimate zünden. Boah, so, jetzt, das ist meine Ultimate von Rampage. Da wachse ich zu so einem Riesen-Godzilla ran und bin voll groß und stark und krieg Leben dazu. So, jetzt habe ich den besiegt. Verbündetes Team, ich habe 15 mehr Schaden und ich habe einen Buff. Jetzt seht ihr, das wird auch angesagt, jetzt bin ich so lila. Jetzt mache ich 15% mehr Schaden. Und wenn ich jetzt zu Minions gehe, ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt zu meinen eigenen Minions gehe, ja, so, Moment, dann werden die nämlich auch lila und werden stärker, wenn ich jetzt in der Nähe bin, seht ihr, die fangen jetzt auch lila an zu leuchten und wenn die lila leuchten, dann machen wir mehr Schaden an Türmen und können so schneller einen Turm einreißen, dafür ist der Mini-Prime da. So, jetzt greifen wir hier an.
Oh, jetzt sind hier keine Minions mehr im Turm, jetzt muss ich rausgehen. Man kann nämlich diese Türme nur angreifen, wenn man Minions im Turm hat. Seht ihr? Jetzt greift der Turm die Minions an und jetzt kann ich hier reingehen. Und jetzt kann ich dem Turm Schaden machen und dem besiegen, den Turm. Weil der Turm greift weiterhin die Minions an. Wenn ich jetzt den Typ hier angreife, dann greift der Turm mich an. Okay, der Turm ist jetzt gerade kaputt gegangen. Jetzt töten wir den Mark und dann machen wir hier einen geilen Fight. So, wir killen den. So, sehr gut. Wir haben Feng Mao getötet. Also so funktionieren die Türme. Wenn die Minions im Turm sind, könnt ihr den Turm angreifen. Ja, jetzt können wir hier den angreifen. So, wir können die gegnerischen Minions auch kaputt machen, weil die machen halt meine Minions kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und da steht jetzt auch oben, wenn ihr lesen könnt, Vasallen 7. Ja, das heißt, wir haben 7 Minions hier in dem Turm und können den weiterhin angreifen. Und wir kriegen den wahrscheinlich auch kaputt. Ja, wir kriegen den Turm kaputt. Sehr gut, wir haben es geschafft. So, jetzt ist der Turm kaputt, jetzt kann uns hier erstmal nichts mehr passieren. Wenn jetzt ein gegnerischer Held in seinem Turm angegriffen wird, dann werden die Minions automatisch den angreifen, der den Held angreift. Ja? War das so verständlich? Also wenn der Gideon in seinem Turm steht, wo er sich beschützt fühlt, und ich greife den Gideon an, während er in seinem Turm steht, aber ich auch Minions da drin habe, dann wird der Turm mich angreifen und mich töten wollen. Der killt quasi immer so, sag ich mal, die größte Gefahr. Wenn ich Minions im Turm habe, wenn die Minions in den Turm reingelaufen sind und den Turm angreifen, dann kann ich währenddessen auch den Turm angreifen, dann passiert mir nichts, solange ich Minions im Tower habe. Aber, wie gesagt, sobald ich einen gegnerischen Helden innerhalb dieses Kreises hier angreife, wird der Turm mich angreifen. Und dann müsst ihr ganz, ganz schnell wieder raus aus dem Kreis, weil dann habt ihr ein Problem. So, jetzt habt ihr den Mini-Prime gesehen, der macht euch stärker und der macht, dass ihr Türme einfacher einreißen könnt. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. So, jetzt seht ihr, ich habe meinen Crest entwickelt und jetzt, da mein Crest entwickelt ist, kann ich mir eins von diesen drei hier aussuchen. Ich nehme entweder den Stachelrücken oder den Saphirmantel oder den Nürkampfstiefel zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, den Saphirmantel, einfach mal, weil ich Lust habe, wähle den aus. Und jetzt seht ihr, mein Crest ist jetzt der Saphirmantel. Und jetzt seht ihr auch rechts unten, wenn ihr das Crest entwickelt habt, dann ist da unten auf der Taste 2, keine Ahnung, bei Xbox ist es jetzt hier auf X, auf der Taste 2 kann ich das aktivieren. So, jetzt muss ich aber euch was zeigen. Okay, das kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ja, egal. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde auf der Duo Lane und dann zeige ich euch noch, was der Raptor machen kann. Und genau, wenn ich jetzt, ich zeige euch jetzt aber erstmal mein Crest. Also, ich habe mein Crest jetzt gerade entwickelt und wenn ich das jetzt aktiviere auf der Taste 2, dann werde ich zum Beispiel jetzt ein bisschen größer hier, ja? Und jetzt habe ich mein Crest aktiviert. Das ist wie so eine zusätzliche Fähigkeit, die euer Held hat, beziehungsweise wie ein zusätzliches Item, was ihr selber aktivieren könnt. Das ist quasi euer Crest. Und jetzt habe ich auch keine weitere Quest mehr, weil ihr seht rechts unten dieser dunkle Balken, dieser dunkle Kasten, der ist weg. Ja, also der ist auf jeden Fall weg. Und genau, das ist so das ganze Ding. Gut, wir würden sagen, ich vote jetzt mal für aufgeben. Ich weiß gar nicht, ob man hier aufgeben kann. Okay, man kann hier nicht aufgeben. Egal, dann zeige ich euch. Ah doch, wir können aufgeben, genau. Da zeige ich euch nochmal die Duo-Lane. Und dann sind wir auch so weitestgehend durch mit dem Tutorial. Und ich muss euch noch ein paar Sachen über das Töten und so weiter von Gegnern erklären. So. Also, wir haben wieder gewonnen. Hier sehen wir unsere Stats. Das kann ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Hier sehen wir zum Beispiel, wie viele Kills ich gemacht habe. Hier sehen wir, wie oft ich gestorben bin. Hier sehen wir, an wie vielen Kills ich beteiligt war, wo ich quasi nicht den Final Blow gemacht habe. Hier sehen wir, wie viele Minions ich getötet habe in dieser Runde. Und hier sehen wir, wie viel Gold ich bekommen habe. Und hier sehen wir, was mein Crest war. Hier sehen wir meine Items. Und hier sehen wir, was quasi meine Zweit-Items waren. Hier seht ihr, der gegnerische Jungler hat auch dieses Messer. Genau. Und da könnt ihr quasi alles sehen. Jetzt spielen wir mal noch eine schnelle dritte Runde. Und dann zeige ich euch noch, was der Raptor macht. Und wie man auf der Duo-Lane mehr oder weniger spielt. Also, wir gehen wieder auf Spielen. Wir haben ein Match gefunden, gehen auf Annehmen. Und jetzt möchten wir auf der Duo-Lane spielen. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Rollen. Es gibt einmal den Carry. Das ist hier das hier. Das ist einer, der schießt. Also, wie Call of Duty, sage ich jetzt mal. Wenn ihr gerne ballern wollt und viel Schaden macht, dann spielt ihr Carry. Und dann gibt es halt noch die Unterstützung. Die werde ich jetzt mal nehmen.
Weil die Unterstützung funktioniert ein bisschen anders als alle anderen Rollen hier. So wie der Jungler anders funktioniert als die anderen Rollen, ist die Unterstützung auch anders. Das heißt, wir sortieren hier wieder nach Unterstützung. Und da sehen wir, welche Helden Unterstützungshelden sind. Ich würde keinen anderen Helden nehmen, der nicht hier aufgelistet ist. Es gibt Ausnahmen, aber die sind wirklich ganz, ganz selten. Ihr nehmt da einen Helden, wo ihr sagt, okay, das ist ein guter Unterstützungsheld. Ich nehme jetzt einfach zum Beispiel mal Rictor. So, ich nehme jetzt einfach Rictor. Der ist ein Unterstützungsheld, wie wir sehen. Und dann können wir uns auch einen tollen Skin nehmen. Hier nehmen wir zum Beispiel mal den Bronze Rictor. So, haben wir einen Skin ausgewählt. Also, was machen wir mit der Unterstützungsrolle? Auf Englisch Supporter heißt es. Wir sind jetzt auf der Duo Lane und die Duo Lane, ihr wisst es, wo ist die Duo Lane? Die Duo Lane ist immer da, wo der Goldbuff ist und der Raptor. Also, wo der gelbe oder der braune Punkt auf der Map sind. Das sehen wir jetzt gleich. So, wir sind im Ladebildschirm. So, wir wählen wieder ein Quest aus. Hier wird das hier empfohlen. Dann sage ich, okay, wird empfohlen, dann nehmen wir das auch. So. Und dann machen wir Autokauf an, automatisch öffnen. Das heißt, das Spiel kauft für mich automatisch die empfohlenen Items, weil ich kenne mich ja noch nicht aus. Ihr wisst, wie level ich das Ganze? Bei mir ist es STRG. Und dann mache ich meinen Rechtsklick als erstes. So, jetzt habe ich was gelevelt, ich habe was gekauft. Jetzt können wir mit dem Jumppad auf unsere Lane gehen. So, dann laufen wir sofort los. Wenn ich mag, kann ich jetzt hier auch durch den Jungle durchgehen, aber müssen wir nicht. Und ich gehe jetzt mit dem Drongo, weil wir auf der Duo-Lane sind, auf die gelbe Seite. Links ist der gelbe Buff auf der Minimap, seht ihr. Und genau, der gelbe Punkt. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und meine Rolle ist jetzt was anders. Das ist nur beim Unterstützungshelden so, nur beim Supporter. Der Supporter macht keine Last Hits. Der Carry, also hier der Drongo, der hier rumläuft, der macht alle Last Hits und wir machen keine Last Hits. Ihr wollt als Supporter keine Last Hits machen, weil ihr müsst euch die ja sozusagen teilen. Und damit ihr euch die aber nicht teilen müsst und er alle haben kann, macht ihr halt keine. Ihr habt nämlich einen anderen Weg, wie ihr an Geld kommt. Er hier hat keinen anderen Weg, an Geld zu kommen. Er muss Last Hits machen und das ist auch sein einziger Job, den er erstmal hat. Weil Carries sind am Anfang sehr schwach, aber später werden die sehr stark. Aber nur, wenn sie viel Gold bekommen. Und deswegen ist es euer Job, zu gucken, dass euer Carry es schafft, ganz viele Last Hits zu machen. Dass er ganz viele Minions tötet, um ganz viel Geld zu bekommen. Wie macht ihr das? Erstens, ihr beschützt ihn. Ja, ihr verteidigt ihn mit eurem Leben. Ihr seid Unterstützer, weil ihr ihn unterstützt. Ihr blockt den Schaden für ihn ab. Ihr kämpft gegen die Gegner. Ihr seid wie so ein Kampfhund, den er dabei hat, um ihn zu beschützen, damit er halt einfach Last Hits machen kann, ja? Ich könnte jetzt natürlich auch die Gegner angreifen, indem ich jetzt zum Beispiel hier versuche, die zu hooken. Hab jetzt nicht getroffen, leider. Meine Attacke ging daneben. Und jetzt seht ihr, wenn ihr mal an mir runterguckt, da seht ihr so Kügelchen, die hier rumfliegen, ja? So kleine blaue Kügelchen. Und das ist von eurem Crest bzw. eurem Wappen. Bei mir steht jetzt, verdiene Gold, indem du in der Nähe von Verbündeten Schaden verursachst, während die Wappenkugel aktiv ist. Ihr seht, ich habe jetzt drei Wappenkugeln, die um mich rumfliegen. Und jetzt muss ich Schaden verursachen, während ich in der Nähe eines meiner befreundeten Helden bin. Das heißt, ich muss in der Nähe von dem Dude sein. Wir sind ein Zweierteam. Ich muss in seiner Nähe sein. Und wenn ich jetzt hier draufschlage, zack, kriege ich 20 Gold. Ich kann auch hier draufschlagen, zack, 20 Gold. Jetzt habe ich noch eine Kugel über. Achtung. Zack, wieder 20 Gold bekommen. Jetzt habe ich keine Kugel mehr über. Wenn ich jetzt irgendwo draufschlage, ihr werdet es gleich sehen an den Minions, wenn ich jetzt auf einen Minion schlage, passiert nichts. Es passiert gar nichts, weil ich habe keine Kugel. Und wenn ich keine Kugel habe, kriege ich kein Gold. Also der Weg, wie ihr als Supporter Gold bekommt, ist, ihr wartet, bis ihr eine Kugel habt, die um euch herumfliegt. Jetzt zum Beispiel, ihr seht es auch rechts unten auf dem Wappen, dieser grüne Drache, dieses grüne Drachenschild. Da steht jetzt eine 1, das heißt, ihr habt eine Kugel. So, jetzt hau ich hier drauf, zack, jetzt habe ich 0 Kugeln, also kriege ich wieder kein Gold. Das heißt, ich mache mir erstmal wieder nichts und der macht alle Last Hits. So, ich level meine Fähigkeiten hoch. Genau, und jetzt ist mein Job, wie gesagt, ihn zu töten. Und ihr seht auch links unten, mein Gold geht schneller hoch als bei allen anderen. Weil da ich ja keine Last Hits machen kann oder machen soll,
wird das kompensiert, indem ich fürs Nix-Tun mehr Geld bekomme als alle anderen. Also ihr braucht nicht Angst haben, dass nur euer Carry die ganze Zeit Gold bekommt, weil die arme Socke muss die ganze Zeit dafür kämpfen und Last-Hits machen. Und als Supporter müsst ihr nichts machen, ihr kriegt einfach so Gold. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euer Kügelchen ausgeben. Ich habe jetzt wieder ein Kügelchen, das heißt, ich gehe wieder nach vorne. Zack, Kügelchen ausgegeben, wieder 20 Gold gekriegt. Und ansonsten chillig. Außerdem ist es eure Aufgabe als Supporter dafür zu sorgen, dass der Jungle gewardet ist. Was heißt das? Ihr wisst es eigentlich schon. Ich will gucken, dass hier Wards stehen. Zum Beispiel kann ich hier in den River gehen. Ihr wisst, der River, hier diese Schneise in der Mitte. Da könnt ihr zum Beispiel hier einen Ward hinstellen. Wo man am besten Wards hinstellt und so, mache ich noch ein extra Video drüber. Aber ich stelle den zum Beispiel einfach hier vor die Treppe. Weil wenn hier einer runterkommt, dann weiß ich, oh, okay, da ist einer. Wenn ihr den Ward hier hinstellen würdet, wäre ein bisschen blöd, weil dann würdet ihr den Gegner erst aufdecken, wenn er schon hier ist. Und dann ist der schon sehr, sehr nah an euch dran. Ja, also würde ich den Ward eher so vor die Treppe stellen. Oder wo man ihn auch hinstellen kann, ist vielleicht hier vorne, ne? Also hier so vor die Treppe, hier oben, könnte ich jetzt auch einen Ward hinstellen. Aber ich habe halt nur zwei, jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt muss ich 140 Sekunden warten. Genau, ihr wollt immer in der Nähe von Minions sein, wenn diese sterben, weil wenn ihr von den Minions zu weit weg steht, wenn ich jetzt zum Beispiel, oh, jetzt der Drongo wird angegriffen, ich muss mich, oh, scheiße, ich bin ein schlechter Supporter, weil ich habe ihn jetzt sterben lassen. Alleine brauche ich nicht kämpfen. Der Supporter ist meistens ein Tank oder jemand, der die Gegner stunnen kann oder der irgendwas halt machen kann, die Gegner schwächen kann oder seine eigenen Teamkollegen heilen kann, also auch Heiler oder denen ein Schild geben. Das ist alles, sind alles Sachen, die ein Support hat. Ein Support ist aber nicht stark im Kämpfen an sich. Deswegen spielt man den Support ja auch zusammen mit seinem Duo-Partner, mit dem ADC, weil der ist sehr, sehr stark und wenn du ihm den Rücken frei hältst, dann kannst du alles zerstören. Also Supporter und der Carry zusammen, ADC und Carry ist quasi dasselbe. Also ADC heißt quasi Attack Damage Carry. Genau, und Carry kann man halt auch sagen. Wir beide zusammen sind ein unschlagbares Team und wir beide zusammen können die Gegner halt sehr, sehr einfach besiegen. So. Also wir kämpfen jetzt mal hier, wir chillen mal. Wir müssen hier die Minions ein bisschen besiegen, weil es sind sehr, sehr viele Minions hier. Wir müssen aufpassen. Eine Sache zu den Minions. Die Minions sind wie bissige Hunde. Stell dir vor, die Sparrow und die Decker, die hier sind, die Minions wären deren Hunde. Und wenn wir jetzt die Sparrow angreifen, jetzt guck mal, die Minions, die machen mir gar nichts, ja? Die schlagen sich einfach gegenseitig. Wenn ich jetzt aber die Sparrow angreife, so, jetzt drehen die sich um und schießen mich an. Und jetzt laufen die mir hinterher und hören halt irgendwann wieder auf. Jetzt greife ich die wieder an hier. Und jetzt greift der wieder mich an. Guck, der greift wieder mich an. Das müsst ihr wissen. Diese Minions, die machen guten Schaden, ja? Die machen viel, viel Schaden. Und wenn die 5, 6 davon haben und ihr greift einen Gegner an, während seine bissigen Minions in der Nähe sind, dann werden die Minions aggro und dann greifen die euch an. Die beißen euch ins Bein, die schießen euch ab. Deswegen müsst ihr aufpassen, dass ihr einen Vorteil habt. Wenn ihr hier 6 Minions stehen habt und der Gegner hat gar keine Minions, zum Beispiel, guck, wir machen seine Minions hier mal kaputt. So, wir machen die kaputt. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Kämpfen. So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Kämpfen. Ich kann nicht in den Turm rein. Weil wenn ihr mehr Minions habt als der Gegner, dann seid ihr im Vorteil. Ihr habt quasi eine größere Armee. Und wenn die Gegner euch dann angreifen, dann greifen eure Minions die Gegner an. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, die man wissen muss, weil oft stirbt man, weil man gegen den Gegner kämpft und man denkt, warum stirbt man so schnell? Aber dabei stehen noch 5 Minions nebendran, die versuchen euch zu töten. So. Die schnappen wir uns mal hier. So, wir greifen die an. Achtung. Hier kann ich nicht hingehen. Jetzt sind zum Beispiel hier Minions im Tower. So. Das heißt, der Turm macht mir gerade nichts. Aber sobald die Minions tot sind, macht der Turm... Sorry, macht der Turm mir wieder was. Genau, das ist so das ganze Ding. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die jeder Held hat. Und zwar ist das der Flash. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Taste 4 auf der PlayStation oder also bei Xbox ist es jetzt Y, auf der PlayStation wäre es dann Dreieck. Aber es gibt verschiedene Steuerungseinstellungen, deswegen guckt einfach bei euch nach. Bei mir seht ihr unter der rechten Maustaste, also rechts daneben steht die Taste 4 und da ist so ein Schuh drauf. Und damit auch ein Schuh draus wird, zeige ich euch, was das kann. Ihr seht so eine Kugel und ich habe einen Flash. Und dieser Flash ist eine Teleportation in eine Richtung. Die könnt ihr jederzeit machen,
Damit könnt ihr euch irgendwohin teleportieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weglaufen will, dann kann ich mich jetzt einfach hier hoch teleportieren. Und zack, bin ich hier. Allerdings hat das 300 Sekunden Cooldown. Also 5 Minuten. Und das Ding ist, jeder hat das. Jeder Held hat einmal diese Fähigkeit ready. Das müsst ihr euch im Kopf behalten, dass ihr das benutzen könnt, um zum Beispiel, wenn ihr angegriffen werdet und ihr könnt diesen Kampf nicht gewinnen, dann müsst ihr damit rausflashen. Ja? Ihr teleportiert euch einfach in Sicherheit, dass ihr wegkommt. Oder ein Gegner kommt gerade so weg von euch, ihr könntet den aber erreichen, wenn ihr nochmal flashen würdet, dann könnt ihr euch hinterher teleportieren und ihn dann doch noch töten, obwohl er eigentlich weggekommen wäre, ja, also ihr müsst aber aufpassen, weil wenn ihr keinen Flash mehr ready habt, dann müsst ihr natürlich sicherer spielen, als wenn ihr den ready habt, weil ihr habt jetzt keine Möglichkeit mehr, den zu benutzen, also ich kann mich jetzt nicht mehr teleportieren, wenn ich jetzt gegankt werde, angegriffen werde, dann habe ich ein Problem, dann kann ich nichts machen, genau. Genau, so geht es weiter, so ein Hin und Her. Im Prinzip ist das Spielprinzip so, dass man versucht, mehr Gold zu bekommen als der Gegner. Das heißt, ich versuche natürlich, die irgendwie zu töten hier. So, oh, jetzt kämpfe ich hier und bam, haben wir eine gekillt. Und jetzt habe ich wieder Geld bekommen. Wenn ihr Tab drückt auf dem PC, dann seht ihr zum Beispiel, ich habe jetzt einen Kill bekommen. Aber Kills und so ist nicht alles in diesem Spiel. Also das ist nicht so mega wichtig, wie man eigentlich glauben mag. Man bekommt halt Gold dafür. So, jetzt habe ich wieder 2000 Gold. Ich habe auch wenig Mana. Das heißt, ich gehe wieder mein Gold ausgeben, mein Mana und meine Leben auffüllen. Das bedeutet, ich teleportiere mich zurück in die Base. Und zack, kauft wieder der Shop für mich alles, gibt mein ganzes Geld aus. Und ja, meine Leben haben sich damit wieder aufgefüllt und ich gehe wieder zurück auf die Map. Und ihr seht jetzt, mein Crest ist jetzt hat sich entwickelt. Das ist jetzt einmal besser geworden. Das ist jetzt nämlich schon das Wächterwappen. Das war nämlich vorhin dieses Grüne, glaube ich. Und ist auf jeden Fall jetzt schon das Blaue. Also drei Level haben die Wappen immer. 1, 2 und 3. Das erste habt ihr am Anfang. Das zweite ist eine bisschen bessere Version. Und das dritte ist dann das, was ihr wirklich selber aktivieren könnt. Genau. Jetzt seht ihr, ich habe wieder gar keine Wards irgendwo hingestellt. Das ist eigentlich meine Aufgabe, als Supporter dafür zu sorgen, dass hier Wards sind. Ja, also gehe ich das auch mal machen. Ich will jetzt nicht so lange von der Lane runter sein, weil sonst kriege ich keine Erfahrungspunkte, weil ich so weit weg bin. Aber ich stelle mal wieder hier ein Ward hin. Ich kann auch hier oben, ich kann das auch so über die Mauer werfen zum Beispiel. Kann da ein Ward hinstellen, dass ich einfach sehe, wenn hier einer kommt und der mir was Böses will. So, hier gehe ich jetzt nicht lang, weil da sind jetzt zwei Gegner. Ich will nicht sterben gegen zwei Gegner. Und genau, deswegen gehe ich jetzt eher mal ein bisschen von hinten drauf. So, oh, mein Turm wird angegriffen. Oh, da muss ich schnell verteidigen, schnell verteidigen. So, dann ziehe ich mir eine hier rein, so. Seht ihr, wie der Turm sie angreift? Guck mal, die hat jetzt nur noch halbe Leben, weil ich sie in den Turm gezogen habe mit meiner Fähigkeit. So, und jetzt muss ich aufpassen. So, da mein Kerl, also ich kann natürlich auch Last Hits machen, auch als Supporter. Das Problem ist aber, wenn du zu viele Last Hits machst, dann kriegst du irgendwann kein Gold mehr. Weil das Spiel sagt irgendwann, hey, du bist Supporter, du hast Supporter gewählt. Wenn du jetzt Last Hits machst, dann schalte ich dir das Gold ab. Also du kannst ein paar machen, aber wenn das zu viel werden, dann sagt das Game, nein, die Last Hits sind für dein Carry, du kriegst kein Gold. Dann machst du zwar Last Hits, du kriegst aber kein Geld mehr dafür. Das Geld ist dann einfach weg, ja? Und das ist halt ein Problem. So, jetzt können wir mal wieder angreifen. Achtung, wir haben noch ein Level Up, wir sind Level 7 und oh, fast hätte ich sie getroffen. Hier auf der Seite findet ihr jetzt auch noch einen Gold-Buff. Der steht quasi gegenüberliegend vom Green-Buff, den ich euch an der Offlane gezeigt habe. Den könnt ihr dann quasi auch besiegen. Genau. Gegen den könnt ihr dann kämpfen. Und vielleicht kommt jetzt der Carry hier rüber. Genau. Und den Gold-Buff, den lasst ihr auch dem Carry. Also ihr gebt dem Carry das Gold, weil er braucht das Gold. Er macht am Ende am meisten Schaden. Und wenn du es schaffst, dass der Typ stark wird, dass euer Carry stark wird, dann gewinnst du so viele Runden, weil du als Supporter bist richtig wichtig. Richtig wichtig. Und wie gesagt, das Spielprinzip ist, man kämpft halt hier so lange, bis einer der Türme kaputt ist. Und so lange probiert man einfach mehr Gold zu bekommen als die anderen. Man versucht zu verhindern, dass die hier Gold bekommen, indem man denen zum Beispiel viele Leben abzieht. Und man versucht zu erreichen, dass er hier viel Gold bekommt. Wenn ihr jetzt auf der Midlane spielt zum Beispiel, dann seid ihr ja sowieso auf euch alleine gestellt, weil Mitte spielt man 1 gegen 1. Dann seid ihr natürlich dafür verantwortlich, dass ihr selber viel Gold bekommt und dass der Gegner nicht viel Gold bekommt. Jetzt sehen wir zum Beispiel, ist der Raptor gespawnt. Was macht der Raptor? Das ist der hier. Und der hier, der wird jetzt gekillt. Reißzahn heißt der. Und der hat 7400 Leben, das wird ein bisschen mehr. Ja, der ist sehr, sehr stark. Wir müssen den auch mit mehreren Leuten machen.
Und jetzt steht hier, verbündetes Team hat Reißzahn getötet. Das sieht jetzt auch das gegnerische Team. Bei denen steht dann halt, gegnerisches Team hat Reißzahn getötet. Und jetzt seht ihr oben links, ganz, ganz oben am Bildschirmrand, da ist so ein Dino-Kopf abgebildet. Da steht eine 2 drin, eine blaue 2. Und oben rechts seht ihr denselben Dino-Kopf nochmal mit einer orangenen 0. Und das bedeutet, unser Team hat zweimal Reißzahn, auf Englisch heißt der Fangtooth, hat unser Team zweimal Reißzahn besiegt. Und wir erhalten einen permanenten Buff. Also wir erhalten eine permanente Stärkung, wenn wir diesen Reißzahn besiegen. Und diese Stärkung ist beim ersten Mal, also wenn wir einen Reißzahn besiegen, also wenn da oben eine 1 steht, dann haben wir, das zum Beispiel die River Buffs, die habe ich euch ja vorhin gezeigt, ne? Diese kleinen Insekten, die hier in der Mitte spawnen, dass zum Beispiel die Buffs länger anhalten, ja, dass ich länger Attack Speed zum Beispiel bekomme, die hier so spawnen. Wenn da eine 2 steht, also wenn wir den Dino zweimal getötet haben, dann bekommen wir mehr Movement Speed außerhalb des Kampfes. Also wenn wir uns nicht im Kampf befinden, dann können wir schneller laufen. Das kriegt das ganze Team für immer, bis die Runde vorbei ist. Und wenn da eine 3 steht, dann bekommen wir den letzten Buff. Der macht, dass wir 8% mehr Schaden machen und mehr aushalten. Und das ist super mächtig. Das heißt, als Team will man immer versuchen, zusammen mit dem Jungler diesen Reißzahn, diesen Fangtooth dreimal zu besiegen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir den einmal töten, dann das Gegnerteam tötet den einmal, dann haben wir beide eine 1. Und dann heißt es, beide bekommen, dass die River Buffs länger halten. Wenn wir dann eine 2 haben, also den, wenn wir quasi den zweiten Fangtooth getötet haben, der ja quasi dann der dritte wäre, wisst ihr, wie ich meine? Das Gegnerteam hat einen getötet und wir haben 2 getötet. Dann kriegen wir erst den zweiten Buff, ja? Dann kriegen wir nur Movement Speed. Und dann müssen wir quasi auf den vierten Fangtooth warten und der vierte Fangtooth wird uns dann erst den dritten Buff geben. Also ihr müsst oben gucken, ihr wollt, dass da oben eine 3 steht. So könnt ihr es euch am einfachsten merken. Ihr wollt, dass bei euch im Kästchen, im blauen Kästchen, eine 3 steht. Und die 3 gibt euch den besten Buff. Wenn bei euch jetzt eine 4 steht, dann bringt es nichts mehr. Also 3 ist das Maximum. Es gibt keinen vierten Buff, der da nochmal draufkommt oder irgendwas wird verstärkt oder so. Man kann 3 Buffs bekommen und nicht 4 oder 5 oder 6, wie auch immer. Es kann zwar eine 6 da oben drin stehen, aber nur die ersten 3 geben euch einen Bonus. Der vierte dann nicht mehr. Der gibt euch gar nichts mehr, sozusagen. Genau. Genau, das ist das Ding. Wenn ihr hier fightet, dann wollt ihr natürlich ein bisschen darauf achten, dass ihr halt einfach nicht sterbt. Das ist das Wichtigste. Das habe ich ja vorhin auch schon auf der Offlane und im Jungle und sonst wo gesagt. Ihr wollt eigentlich nicht sterben. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr nicht sterbt. Weil immer wenn ihr sterbt, dann bekommt euer Gegner Geld. Und je mehr Geld euer Gegner bekommt, desto bessere Items können die ja kaufen. So, wir kämpfen mal hier nochmal. Desto bessere Items können die kaufen. Und desto bessere Items oder je bessere Items die natürlich bekommen, desto stärker werden die und desto einfacher werden die euch besiegen können. So, ich habe jetzt meinen Heiltrank getrunken, wie ihr seht. Jetzt füllen sich meine Leben wieder ein bisschen auf. Und jetzt können wir probieren, diesen Turm hier zu machen. Und ja, eine wichtige Sache muss ich euch gleich noch zeigen. Ich will euch aber noch ein paar andere Sachen erklären. Also, wenn ihr links oben guckt, da seht ihr ja die Bilder von unseren Mates. Links oben sind unsere Kumpels, ja? Der blaue Balken ist deren Lebensbalken und der lilane Balken ist deren Mana-Balken. Ist, glaube ich, einfach verständlich. Dann sind da aber noch so zwei Punkte. Ein orangener Punkt und ein blauer Punkt. Der orangene Punkt heißt, dass gerade deren Flash ready ist, ja? Bei mir zum Beispiel, ihr seht, meine Taste auf der 4, ich habe wieder ein Flash ready, 5 Minuten sind vorbei. Auf der Taste ist der Flash ready. Das heißt, oben leuchtet bei meinem Rictor, ich bin ja hier dieser Typ, ne, der zweite von rechts quasi, dieses schwarze mit den rot leuchtenden Augen, der hat einen Flash, weil der orangene Punkt leuchtet. Der blaue Punkt, der nicht leuchtet bei mir, bedeutet, dass mein Ultimate nicht ready ist. Wenn wir rechts daneben gucken, bei dem Gasmaskentyp, bei Drongo, da sehen wir, dass der blaue Punkt leuchtet. Das heißt, seine Ultimate ist bereit. Das heißt, ich kann mich auf ihn verlassen, dass wenn es jetzt hart auf hart kommt, der noch eine Ultimate ready hat, also seine stärkste Fähigkeit, und dass wir dann gegen die Spieler kämpfen können. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen. Dann, bei mir auf C, auf Computer, haben wir das Ping-System. Das sieht so aus. Ich kann da mit der Maus jetzt zum Beispiel oben drücken oder F2
klicke ich hier drauf, Angriff, mittlere Lane. Und jetzt kommt hier so ein Ping. Jetzt steht da rechts, mittlere Lane angreifen. Ich kann auch verteidigen, linke Lane. So, und jetzt seht ihr, dass auf der Map so ein Ausrufezeichen aufploppt. Verteidigen, linke Lane. Verteidigen, rechte Lane. Ich kann auch sagen, Alarm, Rückzug. Oder Alarm, ich bin unterwegs, zur Mitte. So, und jetzt steht da rechts mein Bild und man weiß, okay, ich bin unterwegs zur Mitte. Ihr könnt auch am PC zum Beispiel mit Mausrad pingen, indem ihr das Mausrad drückt. Ja, dann könnt ihr so irgendwo hindrücken und ihr seht, hier sehe ich, kann ich überall hin pingen, wo ich will. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel pingen, Angriff, Lager, Reißzahn. Und jetzt steht da rechts unten, Reißzahn angreifen. Jetzt weiß mein Team, aha, wir wollen Reißzahn angreifen. Das machen wir jetzt. Jetzt stelle ich mal hier noch ein Wort hin, falls die Gegner hier hinkommen. Ich will ja, dass ich die rechtzeitig sehe, dass ich die sehen kann, wenn die uns angreifen. Und jetzt greifen wir den dritten Reißzahn an, wie ich es euch eben erklärt habe. Der ist super wichtig, der hat jetzt auch mehr Leben als vorhin. So, den greifen wir jetzt an und wie ihr seht, mit drei Leuten, wir brauchen ganz, ganz lange. Und ihr seht auch, dass einer von uns sogar jetzt an dem gestorben ist, weil der so stark ist. So, das dauert ganz schön lange. Das kann man alleine sehr, sehr schwer machen. So, gleich haben wir es geschafft. So, und jetzt seht ihr 8% physische Kraft und magische Kraft und physische und magische Rüstung. Und jetzt steht links oben eine 3, weil wir 3 Stück von dem gekillt haben. So, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Jetzt zeige ich euch noch was. Und zwar, wir gehen erstmal neue Sachen kaufen. Wir gehen wieder weg, weil wir haben wieder ganz viel Gold. Ab und zu muss man auch mal zurückgehen. Jetzt zeige ich euch noch was. Nämlich ab Minute 20. So, nehmen wir das einfach mal. So. Ab Minute 20 passiert was auf der Map. Und zwar der Mini-Prime, den ich euch vorhin gezeigt habe. Der kleine lilane Mann, der eure Minions stärker macht und der euch mehr Schaden gibt. Der wird ab Minute 20 wird der ausgetauscht gegen den Orb-Prime. Also erst ist der Mini-Prime, der kleine, und später ist es der Orb-Prime. Hier hängt quasi sein Kopf, aber der steht dann hier in der anderen Arena und der ist jetzt schon ein bisschen größer. Also wenn wir uns den mal angucken, uiuiui, der ist schon ein bisschen krass. Und der ist sehr, sehr stark. Den Orb Prime, den kann ich euch jetzt nicht zeigen, den zu besiegen, weil den schafft man alleine nicht. Ich kann es mal probieren. So, ich bin der erste Supporter, aber egal, wir probieren es mal. So, ihr seht, ich probiere den wirklich zu besiegen. Ich nehme meinen Heiltrank, ich setze meinen Crest ein. Alle meine Attacken. Ich bleibe nicht in der Suppe stehen. Auf keinen Fall in der Suppe stehen bleiben. Ich mache all meine Attacken gegen den. Und ihr seht, guck mal, wie viele Leben der verloren hat. Ja. Und ich bin tot. Der Typ, der ist ein Gruppenziel. Und der... warte, ich erkläre euch erstmal, was passiert, wenn ihr tot seid. Ihr braucht eine Zeit lang, bis ihr wieder spawnt. Bei mir sind jetzt 20 Sekunden. Je höher euer Level ist, desto länger dauert es. Je höher euer Level ist, desto länger seid ihr tot. Also am Anfang, wenn ihr auf Level 1 sterbt, dann seid ihr nur ein paar Sekunden tot. Vielleicht 7 Sekunden oder sowas. Wenn ihr aber auf Level 18 sterbt, dann seid ihr über eine Minute lang tot. Und das ist dann schon auf jeden Fall krass, ne? Weil in der Zeit, wo ihr tot seid, ihr bekommt keine Erfahrungspunkte, ihr bekommt kein Gold, ihr könnt nicht euren Turm verteidigen, ihr könnt nicht euren Jungle verteidigen oder einen Jungle-Farm holen. Ihr könnt nicht den Reißzahn bzw. Fangtooth besiegen. Ihr könnt nicht die Gegner daran hindern, dass sie den Orb Prime töten als Gruppe. Und das heißt auch, wenn man ein Teamfight gewonnen hat, wenn vielleicht so 4 oder 5 von den Gegnern tot sind, dann geht man als Gruppe zu dem Orb Prime hin und muss ihn als Gruppe besiegen. Mit mindestens 3, aber eher 4 bis 5 Leute braucht man dafür. Ja, und da geht es auch wieder zur Rotation. Was ist eine Rotation? Eine Rotation heißt zum Beispiel, hey, unser Team sagt, wir wollen Reißzahn angreifen. Dann dürft ihr nicht derjenige sein, der einfach auf seinem Arsch sitzen bleibt und nichts macht, sondern ihr müsst dann zum Reißzahn hin und dem Reißzahn, also da helfen, den zu besiegen. Weil wenn ihr einfach auf eurer Stelle stehen bleibt und eurem Team nicht helft, stellt euch vor, ihr seid ein Fußballspieler, und der eine hat den Ball und rennt nach vorne und alle anderen bleiben aber stehen. Alle anderen bleiben hinten an ihrem eigenen Tor stehen und nur der eine mit dem Ball rennt nach vorne. Das kann natürlich mal gut gehen, aber im Endeffekt braucht man schon ein paar mehr Leute vorne, um auch ein Tor zu schießen. Und hier ist es genauso. Wenn euer ganzes Team zum Reißzahn geht oder zum Orb Prime und ihr geht da nicht hin, dann ist es so, wie wenn das beim Fußballspiel einer ganz alleine nach vorne läuft. Und das wollt ihr auf keinen Fall. Genau.
Später, wenn so die ersten Türme kaputt gegangen sind, dann wird das Spiel auch ein bisschen offener. Weil am Anfang, wie gesagt, der Midlaner bleibt auf seiner Midlane. Der ist hier, also das hier ist die Midlane, zeige ich euch mal. Der Midlaner bleibt auf der Midlane, der Offlaner auf der Offlane und der Carry und der Supporter, die bleiben eben auf der Duo Lane. Und später, wenn die ersten Türme weg sind, die sind ja irgendwann mal kaputt, dann öffnet sich die Map ein bisschen und dann wird halt mehr rotiert. Dann bleibt man nicht die ganze Zeit auf seiner einen Lane, sondern da geht man mal nach drüben helfen oder geht man nach da helfen. Ja, weil ich kann jetzt zum Beispiel nach vorne pushen. Ich kann jetzt hier keine Minions töten, weil hier sind gerade keine Minions, die ich töten kann. Also weiß ich, oh, ich habe keine Minions, ich kann jetzt hier gerade nichts machen. Also gehe ich doch mal lieber auf die andere Lane und guck mal, was ich da machen kann. Oder ich gehe mit meinem Team an den Fangtooth oder an den Orb Prime oder was auch immer und probiere da irgendwo zu helfen, bis hier wieder Minions sind, weil der Gegner, der pusht die Minions ja wieder zurück, bis hier wieder Minions sind, die ich töten kann, um wieder neues Gold zu bekommen, ne? Als Midlaner oder Offlaner zum Beispiel. Genau. Genau, das Ping-System habe ich euch erklärt. Ihr könnt quasi mit Mausrad pingen. Ihr könnt auch auf eure eigenen Helden, zum Beispiel ich kann auf den Turm hier pingen, dann steht da ein grünes Ding, da steht dann Tower verteidigen oder ich kann hier auf Gadget pingen. Ne, dann ist da auch so ein grünes, wenn ich treffen würde. Hier kann ich auf ihn pingen, dann ist zwar auch so ein grünes Ding. Ich kann auch auf die Gegner pingen, dann steht da angreifen. Und der vierte Raptor, wenn der Raptor dreimal gespawnt ist, dann spawnt der vierte Raptor. Der sieht dann so aus. Das hier ist der vierte und der vierte Raptor sieht ein bisschen krasser aus. Der hat dann schon so eine gräuliche Farbe und das ist dann der Primal Fangtooth und der ist ziemlich stark. Der ist ungefähr so stark wie der Orb Prime. Den muss man auch als Team besiegen, ja. Und guck mal, der speit Feuer und dieses Feuer macht mich Half-Life, ja. Also ihr seht, wir sind jetzt hier gerade zu dritt. Und einer muss das Feuer immer ablenken, damit nicht das ganze Team das Feuer abbekommt. Siehst du, Countess kriegt es jetzt ab, aber Countess ist auch gleich tot. Und ihr seht auch, zu zweit kriegen wir, oder zu dritt kriegen wir das Ding hier fast nicht kaputt. Die geht jetzt schon weg, die Gadget. Weil der ist halt super stark. Der läuft euch nicht hinterher, sondern der bleibt stehen. Und was macht er, wenn man den besiegt? Wenn ihr nur zwei Fangtooths gemacht habt, bisher zum Beispiel, dann wird dieser Fangtooth euch auch den dritten Buff geben, ja? So lange, bis ihr oben, wie gesagt, oben in dem Kästchen eine 3 stehen habt. Aber wenn ihr den besiegt, dann kriegt ihr noch einen weiteren Buff. Und zwar bekommt man Schaden über Zeit. Man fängt dann so an zu brennen und wenn du einem Gegner Schaden zufügst, dann kriegt der Schaden über Zeit für mehrere Sekunden und das ist True Damage. Also der kann da keine Rüstung gegen bauen oder so. Das heißt, ihr macht einfach viel, viel mehr Schaden für, ich glaube, 2 Minuten oder sowas. Ja, macht ihr einfach viel, viel mehr Schaden und damit habt ihr eine größere Chance, die Gegner in dem Kampf zu besiegen und dann deren Türme zu zerstören. Genau. Habe ich noch was vergessen? Nein, hier, das habe ich euch ja gezeigt. Hier, ihr könnt Leute, wenn die Leute Scheiße in den Chat schreiben, könnt ihr die muten. Ihr könnt deren Pings muten, also wenn einer die ganze Zeit so Pings macht wie blöde, dann könnt ihr das ausstellen und wenn einer zum Beispiel das Spiel verlässt oder euch beleidigt oder sowas, dann könnt ihr den hier reporten, Hassrede, Schummeln, Beschimpfungen und so weiter, dann könnt ihr den da melden, das könnt ihr da machen. Hier seht ihr, welche Items der Gegner gekauft hat und ja, da könnt ihr euch halt daran orientieren. Wie gesagt, wie der Shop im Detail funktioniert, werde ich euch nochmal in einem einzelnen Video erklären, da erkläre ich euch auch, wie man das sortiert und was man da noch so schaut. Genau. Das war das Grobe und Ganze. Wie gesagt, wir können jetzt mal versuchen, das Match hier noch zu gewinnen. So, ich nehme mal noch einen Heiltrank. Achso, eine Sache noch, die für Supporter gilt. Ihr seht jetzt, mein Crest ist entwickelt. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Sprung. So, das war mein Crest, habe ich jetzt mal aktiviert. Und jetzt seht ihr, meine Wards sind so ein Ball. Ne, das sind, die sehen jetzt so aus. Die sind keine so Laternen mehr, sondern die sind jetzt hier so ein Ball geworden. Ich erkläre es euch noch fertig. Die sind so ein roter Ball und was da der Unterschied ist, das hat nur der Supporter. Nur wenn du ein Supporter bist und Support-Crest entwickelst, dann werden deine normalen Wards zu so einem Ball. Zu so einer roten Kugel. Und die, erstens hast du da immer 3 von den Wards und zweitens decken diese Wards andere Wards auf. Ja, also du kannst damit quasi das nebenen Ward von den Gegnern stellen und dann siehst du deren Wards und dann kannst du deren Wards zerstören. Das heißt, die Rolle für dich als Supporter ist es auch, die gegnerischen Wards kaputt zu machen. Du kriegst da auch Gold für, wenn du die kaputt machst. Und natürlich mehr zu warden, weil du hast dann ein Ward mehr als deine Mitspieler, weil alle anderen haben nur 2 und du als Supporter hast eben 3. Und das Geile ist, jedes Mal, wenn du zurück in die Base teleportierst, füllt sich das wieder auf. Ja? Also das füllt sich dann wieder auf
Und dann hast du wieder drei, dann kannst du quasi neue stellen. Wenn du jetzt hier im Endbildschirm bist, dann kriegst du hier Ember, du kriegst Konto-EP, also dein Account-Level steigt, dein Helden-Level steigt, du kannst die Spieler sehen und du kannst die Werte sehen. Jetzt kannst du zum Beispiel hier nachgucken, wie deine Kills, Tode oder Unterstützungen waren. Du kannst sehen, wie viel Schaden du an den gegnerischen Helden gemacht hast, das ist auch immer eine wichtige Zahl. Genau, das kannst du dir hier alles so angucken. Yes, hier kannst du Spieler gegen Spieler auswählen, da kannst du dann Spieler gegen Spieler spielen oder Spieler gegen KI, also gegen Bots. Hier kannst du üben und hier kannst du nochmal das Tutorial spielen, das solltest du dir auch vielleicht nochmal angucken. Genau, dann kannst du hier die Helden mal ausprobieren, die du hast, dass du die Fähigkeiten einsetzen kannst und dann kannst du die gegen KI testen und dann gegen richtige Spieler ausprobieren. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich möchte noch eine Sache mal zusammenfassen, die mir sehr, sehr wichtig ist, die neue Spieler wirklich sehr selten verstehen. Ich weiß, es war ein sehr langes Video, aber jetzt weißt du wirklich, wie Predecessor funktioniert. Das Wichtigste ist, dass du mit deinem Helden, den du hast, auf die Lane gehst, auf die du gehörst. Wenn du Midlane genommen hast, ja, diese zwei Hände mit der Flamme drin. Wenn du ein Midlaner bist, dann nimmst du einen Held, der auf die Midlane gehört. Ich betone das nochmal so, weil viele machen das falsch und wundern sich, dass das Game keinen Spaß macht, dass sie nur verlieren, dass sie die ganze Zeit sterben, dass das Game nicht funktioniert. Wenn du die Midlane genommen hast, dann nimmst du einen Midlane-Helden, so einen hier, und gehst auf die Midlane und bleibst dort die Runde. So lange, bis dein Turm oder der Turm der Gegner kaputt ist. So lange bleibst du dort. Wenn deine Mitspieler Hilfe brauchen, weil zum Beispiel die Leute pingen, geh zu Fangtooth, geh zu Orb Prime, dann musst du das sehen und dann gehst du dahin. Die nächste Regel ist, du möchtest nicht sterben. Du versuchst, wenn du wenig Leben hast, nicht zu sterben und du teleportierst dich zurück in deine Basis, füllst deine Leben auf und gehst wieder zurück. Weil immer wenn du stirbst, bekommt dein Gegner Gold. Dein Gegner wird dann stärker. Und wenn der irgendwann mal stark genug ist, dann kannst du den nicht mehr besiegen. Wenn der ein Level über dir ist oder ein Item mehr gekauft hat als du, dann schaffst du es nicht mehr, den alleine zu besiegen. Und dann kannst du fünfmal versuchen, gegen den zu kämpfen. Du wirst jedes Mal sterben und dein Gegner wird jedes Mal stärker werden. Des Weiteren musst du Last Hits machen. Wenn du Carry, Midlaner oder Offlaner bist, musst du Last Hits machen. Wenn du das nicht schaffst oder schlecht darin bist, dann musst du das üben. Denn anders bekommst du am Anfang kein Gold. Es ist kein Deathmatch, es ist ein MOBA. Du musst Last Hits machen, um Gold zu bekommen. Wenn du Jungler bist, dann gehst du in den Jungle und machst auch nur deine Jungle Camps und nicht die Minions auf den Lanes. Die gehören deinen Lanern. Das sind deren Gold und deren Erfahrungspunkte. Wenn du die denen wegnimmst, dann werden deine eigenen Mates schlechter und werden sterben. Und dann wird der Gegner stärker und dann bist du schuld, weil du deren Minions weggenommen hast. Genauso wie wenn du auf der Offlane in der, oder irgendwo anders bist und nicht im Jungle, dann gehst du nicht in den Jungle und machst Jungle-Minions kaputt, weil die gehören dem Jungler. Das ist sein Gold und seine Erfahrung. Wenn du dem das klaust, dann wird er schwächer werden und nicht so stark werden wie der gegnerische Jungler und dann wird er schneller sterben, dann kriegt der Gegner mehr Gold und dann könnt ihr den nicht mehr besiegen. Wenn du Supporter bist, dann nimmst du nur diese Helden, die hier im Support drin sind und dann machst du keine Last Hits, du machst keine Minions tot, sondern du hilfst deinem Carry, dass er Last Hits machen kann und er die Minions tot macht, weil er wird später so stark, dass er euch das Game gewinnen kann und du bist dafür verantwortlich, dass der stark wird. Ja, du bist dafür verantwortlich. Und alle zusammen, ihr benutzt eure Wards, um die Gegner aufzudecken, ja? Nicht einfach keine Wards stellen und dann sagen, ja, jetzt kam der gegnerische Jungler und der hat mich getötet, ich konnte ja gar nichts gegen machen. Dann war das dein Problem, weil du entweder keinen Ward gestellt hast, wo du den Jungler hättest sehen können, oder weil du zu weit weg von deinem Turm gelaufen bist, um eben dich in deinen Turm schützend reinstellen zu können. Ja, das sind so die Grundregeln, die man in dem Game wissen muss. So, jetzt habe ich anderthalb Stunden euch vollgelabert. Schreibt mir mal bitte Brathähnchen in die Kommentare, wer sich das Video komplett angeguckt hat. Und ich würde gerne wissen, hat euch das geholfen? Oder würdet ihr sagen, dass ein Tutorial besser wäre, wo ich das Sachen zusammenschneide? Ich wollte euch das jetzt hands-on an einem Praxisbeispiel alles erklären. Es war zwar ein bisschen durcheinander, manche Sachen, aber ja, ich kann halt nicht das Game irgendwie anhalten oder sowas, was halt ein bisschen kacke ist. Und im Replay-Modus kann man leider nicht, kann man viele Dinge nicht sehen. Und ich kann da halt auch keine Attacken zeigen oder sowas, ne? Weil ich ja nicht selber steuern kann. Das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen habe ich es jetzt auf diese Weise gemacht. Würdet ihr sagen, das reicht so?
Ansonsten, wenn mal ein größeres Update kommt, wo Dinge geändert werden, werde ich dieses Tutorial nochmal neu aufnehmen in der neuen Version und dann werde ich das updaten und ja. Aber ich hoffe, ich konnte euch erklären, wie Predecessor gespielt wird und bitte, bitte, bitte unten in den Kommentaren hier auf YouTube findet ihr die Playlist, da sind die Videos alle sortiert. Fangt bitte oben an beim ersten Video und schaut euch alle Videos der Reihe nach bis unten an, dass ihr das Game wirklich verstanden habt und wisst, wie das funktioniert. Weil ansonsten macht ihr nicht nur euch den Spielspaß kaputt, sondern euch auch euren Mitspieler den Spielspaß kaputt, weil ihr nicht wisst, wie man das Game spielt. Und wir alle haben schon mal, stellt euch vor, ihr spielt mit jemandem Schach und euer Gegenüber, der wirft einfach die Figuren um, weil er denkt, ja, so spielt man Schach. Niemand hat Spaß daran und genauso fühlen sich alle anderen, wenn ihr halt nicht wisst, wie das Game funktioniert. Wenn ihr wisst, wie das Game funktioniert, aber ihr seid noch schlecht in dem Spiel, absolut kein Problem, aber ihr solltet wissen, was ihr zu tun habt und daran üben. Ihr solltet die Regeln kennen. Das will ich damit bezwecken. Dass ihr später besser werdet, das steht ja außer Frage. Ihr werdet alle irgendwann gut werden und ordentlich was reißen, aber ihr müsst dafür die Regeln verstanden haben und die habe ich euch jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hier geht's zum nächsten Video in der Playlist. Schaut da unbedingt auf die Playlist. Die habe ich euch jetzt hier eingeblendet. Da findet ihr alle Guides. Schaut euch die alle an. Lasst ein Abo da für zukünftige Guides. Ich habe noch ganz viel zu erklären und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und stay pam. Ciao, ciao.